durch den Vormittag begleiten. Wir haben es mit dem Mikro ganz neu. Wir haben diese Matinee, unseren Schütte-Jeworski-Netzwerk, gewidmet in unseren jüngsten Kooperationen. Der Gedanke an ein Netzwerk wurde spätestens konkret nach der Datenbank Kulturpolitik Geschlecht, die Bernadette gemeinsam mit Marcel Bohr veranstaltet hat. Dabei ist sichtbar geworden, wie vielfältig dieses Forschungsinteresse ist. Diesen Band haben wir heute übrigens auch bei uns im Bibliothek, den Sie auch erwerben können. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt bei allen bedanken, die bei der Organisation hilflich waren. Allen voran geht der Dank an meine Kollegin Nathalie Feitsch, Judith Burger und Araya Lemonnier, die Sie wahrscheinlich auch am Büchertisch antreffen werden. Nathalie Feitsch hat auch die Website betreut vom Archiv und hat hier schon einige Informationen zu unserem Netzwerk online gestellt. Hier finden Sie auch unser Netzwerk-Logo, das Sie jetzt hinter mir sehen. Dieses Logo soll dieses interdisziplinäre und vielfältige in der Forschung darstellen. Vielleicht sagt die Bernadette nachher noch etwas dazu. Sie finden übrigens alle Informationen auch noch auf unserer Einladungskarte, die Sie alle auf Ihrem Sitz gefunden haben. Was genau aus dem Netzwerk wird, das liegt auch in Ihren Händen, also bei den Forschenden. Wir brauchen natürlich Input, wenn wir dieses Netzwerk, die Forschung verbinden wollen. An dieser Stelle möchte ich jetzt Simeon Jaks danken. Er filmt heute unsere Beiträge. Auch diese werden wir dann auf unserer Website zur Verfügung stellen. Heute sind es konkret zwei Projekte, die wir vorstellen wollen. Einmal das Studie-Lewatzki-Zentrum in der Franzisgasse und die Publikation der Gefängnisbriefe. Dazu darf ich ganz herzlich Christine Zwingel und Thomas Flehr begrüßen. Das Buch ist im Lukas Verlag erschienen. Herzlich willkommen auch Herr Frank Böttcher vom Verlag. Thomas Flierl ist es gelungen, den Briefwechsel der Eheleute zu vervollständigen. Ein Teil davon befand sich bereits bei uns im Archiv, einen zweiten, noch unbekannten Teil hat er im Besitz der Familie auffinden können. Hier herzlichen Dank an die Familie, auch dieser Teil ist mittlerweile bei unserem Archiv schenkungsweise überlassen worden. Ganz besonders freut es mich, dass auch Frau Lucy Lachtinen-Stranzke heute Zeit gefunden hat und bei uns ist. Ja, jetzt möchte ich noch gerne Ines Frieder-Försterling begrüßen. Ines ist Fotografin und Studierende bei uns am Institut für Sprachkunst. Sie wird uns immer vor den jeweiligen Beiträgen eine kleine Leseprobe geben und uns auf die Themen einstimmen. Nach jedem Beitrag ist geplant, dass Sie Fragen stellen können. Wenn Sie bitte sprechen, lassen Sie die Maske auf. Es ist uns leider untersagt, heute ein Buffet zu haben, deshalb sind unsere Beiträge und die Lesung also der einzige Genuss, in dem wir heute kommen. Ich wünsche uns viel Vergnügen und übergebe jetzt das Mikro, kurz geputzt, an Bernhard. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen bei unserer Schütte-Lewatzki-Matinee. Mein Name ist Bernadette Reinhold, ich bin wie Silvia Jagd am Institut Kunstsammlung und Archiv tätig, im Wesentlichen in zwei Feldern, zum einen als Leiterin des Oskar-Kokoschka-Zentrums und hier fallen mir immer wieder Parallelen zu Schütte-Lewatzki auf. Auch Kokoschka ist künstlerisch und auch politisch eine sehr spannende und auch durchaus spannungsreiche Persönlichkeit und Figur. Und auch durch die lange Lebensdauer, also auch Kokoschka ist weit in die 90er alt geworden und hat die verschiedenen Rezeptionswellen nicht nur miterlebt und mitverfolgt, sondern auch ganz maßgeblich mitgeprägt. Also ich glaube, das sind durchaus einige Dinge, die wir dann auch heute noch miterfahren werden. Zum anderen bin ich als Architektur- und Kunsthistorikerin in Kunstsammlung und Archiv tätig und hier immer wieder und auch fokussiert zu Schütte-Lewatzki im Einsatz.
Unser heutiges Programm, Silvi hat es schon erläutert, wir haben heute zwei Gäste und zwei Präsentationen, ein Buch und ein neues Zentrum, das allerdings, wie wir hören werden, auch eine nicht ungewichtige Vorgeschichte schon hat. Dazwischen werden wir immer wieder auch Margarete Schütte-Lihotzky zu Wort kommen lassen durch Ines Frieder-Försterling. Und wir haben heute eigentlich eine Art Geburtsfeier, nämlich unseres Schütte-Lihotzky-Netzwerks. Silvia hat einiges jetzt schon vorweggenommen, also ganz einfach über die Adresse www.kunstsammlung und Archiv zu finden. Und mit diesem wunderschönen Logo von Oswald Oberhuber, Sie sehen das eigentlich am Bildschirm hinter mir besser. Oswald Oberhuber hat das anlässlich der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Schütte-Lihotzky damals noch für die Hochschule für angewandte Kunst kreiert. Und ich denke, es zeigt eigentlich ganz gut, ganz oben sieht man dieses Logo der Angewandten, das ist dieses helle Zeichen. Man sieht ganz gut über diese verschiedenen Tafeln, Vernetzungen, Verzweigungen, in welche verschiedenen Richtungen das geht. Also dass sozusagen der Mensch mit seinen verschiedenen Händen, Füßen, Arbeiten, auch so DNA-Spuren, die hier erkennen kann, natürlich Umweltaspekte, Technik, auch eine Genauigkeit im Arbeiten als Architektin, also das deckt, glaube ich, ganz viel von ihrem Denken, ihrem Wirken auch politisch an. Ich möchte jetzt kurz, wie von Silvia schon angekündigt, auf die Idee des Netzwerks eingehen oder eigentlich auf die Impulse und die Initiativen, die es dazu gab, muss man dazu sagen, es ist eigentlich nicht neu. Also vernetzte Forschung hat es immer schon gegeben, zu Schütte-Lihotzky natürlich noch zu ihren Lebzeiten. Sie wurde ja beinahe 103 Jahre alt, ist dafür also über sie gelaufen. Ab 1986 gab es dann die Forschungsgruppe Schütte-Lihotzky, der unter anderem Christine Zwingel angehört hat. Nun, man kann vielleicht noch dazu sagen, dass der Nachlass Schütte-Lihotzkys bei uns im Universitätsarchiv liegt. Silvia Herbst ist ja unsere Universitätsarchivleiterin, mit dem Ziel Nathalie Feitsch und vielen anderen, oder einigen wenigen anderen Kolleginnen. Und dieser Bestand ist bei uns an der Angewandten im Archiv, kann man sagen, eigentlich der Bestand, der am meisten nachgefragt und beforscht wird. Also das reicht wirklich, das Spektrum ist sehr weit, von kurzen Hineinschnuppern von Studierenden, die zum Teil auch nur Bücher hineinschauen, bis zu mehrwöchigen Forschungsaufenthalten, zum Teil auch Stammgäste, die immer wieder kommen, manchmal auch wöchentlich bestimmte Tage haben. Das heißt, das ist wirklich ein ganz zentraler Bestand für die Angewandte. Und darüber hinaus sozusagen auch für unser Archiv ganz wichtig. Der Fokus der Untersuchungen oder Forschungen liegt natürlich ganz oft in der Küche, in der verdammten Küche, wie sie selber mal gesagt hat, in der Frankfurter Küche, also der Icon Frankfurt Kitchen. Und wir alle wissen, sie ist in den Kanon der Architektur- und Designgeschichte eingegangen. Es gibt, denke ich, keine Publikation einschlägig, die ohne diese Kreation eigentlich auskommt, ohne die Küche. Und ich muss jetzt auch das böse Wort der Quotenfrau in den Mund nehmen. Margarete Schütte-Lihotzky ist weitgehend immer noch eine Quotenfrau der Architektur. Es hat sich sehr viel getan, vor allem in den letzten Jahren. Aber man muss dazu sagen, dass die Architektur weithin immer noch ein sehr männerdominiertes Feld ist. Und dass ich kann hier für die TU Wien sprechen, aber ich denke, es gibt auch für viele andere Städte und das, obwohl über 50% Frauen Architektur studieren. Also wenn wir alle schnell einmal nachdenken, wer uns an anderen Architektinnen einfällt, außer einschlägig Forschende dazu, dann glaube ich, sieht das bei uns vielen immer noch recht mager aus. In diesem Sinne möchte ich auch hinweisen, gleich nächste Woche auf eine Tagung am 23. September hier in Wien an der Akademie der Wissenschaften. Haben wir, also gemeinsam mit Kollegen, habe ich eine Tagung konzipiert, die den Titel trägt Architekt-Innenmonografien. Sie finden dann hinten auch ein Plakat und auch das Programm, das sich unter anderem auch mit den Fragen beschäftigt, warum Frauen in der Architektur und in der Architekturrezeption, in der Architekturgeschichte immer noch so wenig behandelt sind. Das ist natürlich ein historisches Thema, das ist aber auch, wie wir wissen, ein strukturelles Thema.
Und bezüglich der Monographien geht es natürlich auch darum, wer wird für wert befunden, wer ist monographiewürdig und in welcher Art und Weise werden diese Arbeiten über Frauen auch transportiert. Das betrifft jetzt nicht nur Architektinnen, es geht um Künstlerinnen, Literatinnen und so weiter. Und das ist vielfach doch immer noch sehr relational. Das heißt, das steht dann oft in Beziehung zu einer starken Vaterfigur, Lehrerfigur, einem Ehepartner und so weiter. Wir wissen, dass es bei Schütte-Lihotzky etwas anders ist. Das wird dann später auch noch ein Thema sein. Doch zurück zum Archivbestand und seiner Beforschung in den Begegnungen. Ich denke, bei euch und auch bei mir hat sich abgezeichnet, dass in den letzten 15 Jahren, abgesehen von der Damned Kitchen, das Forschungsspektrum relativ breit aufgestellt aus unterschiedlichen Disziplinen. Und ich kann hier nur einfach so ein bisschen zusammenstellen, also natürlich zur Siedlerbewegung, zum Planen am Existenzminimum, also ein durchaus ganz hochaktuelles Thema weltweit. Ihre Planungen zu Kinderbauten, auch das, denke ich, ist auch jenseits von Pandemiezeiten ein ganz zentrales Thema, das uns beschäftigen sollte. Sie wird immer wieder als Zeitgenossin oder ihr Bestand, ihr Archivbestand, ihr Nachlass als Zeitgenossin befragt, weil sie doch auch sehr lange gelebt hat und viele überlebt hat und über viele Zeugnis abgeben konnte, viele wichtige Freunde, Bekannte aus allen möglichen Feldern des Geistes- und Kulturlebens. Natürlich auch als politische Figur. Ich denke, die Forschungen zum NS-Widerstand oder zum Widerstand gegen die NS-Herrschaft in vielfältiger Weise, sei das jetzt Hinrichtungsstätten der Gestapo, genauso wie natürlich im engeren Sinne Widerstand selbst, aber auch zu ihrer politischen Figur, also auch als Bahnerin und Mahnerin bis ins höchste Alter hinein gegen die neuesten Tendenzen und immer wieder Wellen der Refaschisierung und des Rechtspopulismus, auch da standen sie immer wieder als eine sehr eloquente Person zur Verfügung und ich denke auch diese Dinge sind im Zentrum. Mit all diesen Begegnungen ist bei mir so im Laufe der Zeit eigentlich die Idee zu einer Tagung entstanden. Silvia hat es dann schon erwähnt, um eigentlich alle diese verschiedenen Facetten, Perspektiven und auch Stimmen zu versammeln. Und wir haben 2018 im Oktober dann eine zweitägige international ganz toll besetzte Tagung dann veranstaltet. Und ich hatte das große Glück, im Archiv unter anderem Marcel Bois kennenzulernen, ein Zeithistoriker aus Hamburg. Ich freue mich sehr, dass er heute extra angereist ist, um hier auch teilzunehmen, so wie auch der Verlagsleiter von Thomas Flierls Buch. Marcel Bois ist Zeithistoriker mit einem Schwerpunkt auch in der historischen Kommunismusforschung und arbeitet an einem sehr engagierten und ambitionierten Habil-Projekt zu einer politischen Biografie Margarete Schütte-Lihotzkys. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Wir beide sind die Herausgeberinnen dieses Buches und wir hoffen, dass es auch bald eine englische Ausgabe geben wird. Sie werden dann auch noch kurz dann darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, das ist auch ganz dringend nötig, weil wir wissen zur Literatursituation, das können Sie jetzt auf unserer Homepage sehen von dem Netzwerk. Es gibt einige Schriften, die von ihr sind, es gibt ganz viel zur Frankfurter Küche, aber jetzt über ihr breites Spektrum an Arbeiten, wo sie wirklich über Jahrzehnte als internationale Expertin tätig war, das ist immer noch gut überschaubar. Nun, in unserem Tagungsband denke ich, bilden sich schon mal einige dieser verschiedenen Disziplinen, die sich mit ihr oder rund um sie beschäftigt haben, ab. Von der Gender- und Biografieforschung über die Museologie. Also wir haben ein Kapitel natürlich auch der Frankfurter Küche gewidmet, zu der viel geforscht wurde, aber unter dem Aspekt, wie sie weltweit in internationalen Museumspräsentationen gezeigt wird, auch im Kontext natürlich der Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit von Hausarbeit, von weiblicher Arbeit. Es sind Aspekte der Denkmalpflege und auch des internationalen Kunsthandels, also die Icon Frankfurt Kitchen ist inzwischen ein High-Price-Icon im Kunstmarkt geworden. Wir haben wichtige Beiträge aus der Perspektive der Pädagogik und auch zu ihrer Expertise als Kinderbauexpertin, das hatte ich schon erwähnt. Natürlich die vielen Lebens- und Wirkstationen,
vom roten Wien der 1920er Jahre, im neuen Frankfurt in den 1920er Jahren, in der Sowjetunion von 1930 bis 1937, in der Türkei 1938. Also hier hat sie ja entsprechend gearbeitet. Es gab auch zahlreiche wichtige Begegnungen mit einzelnen Persönlichkeiten, die hier beleuchtet sind in dem Sammelband, der wirklich, denke ich, eine konzentrierte Form, aber auch gut lesbar ist. Und natürlich auch im Nachkriegswien. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Speziell natürlich Margarete Schütte-Lihotzky als durch und durch politische Frau mit ihrem politischen Engagement und Widerstand als Pazifistin und Frauenrechtsaktivistin. Im Vorwort damals, um auch das Netzwerk sozusagen wieder gut einzuleiten, haben Marcel und ich damals formuliert, ich darf das kurz vorlesen. Im Sammelband verdichtet und vernetzt sich die Forschung an vielen Stellen, offenbar aber auch, wo noch diese Desiderate liegen. Wenn er nicht nur neue Perspektiven auf Leben und Werk Margarete Schütte-Lihotzkys eröffnet, sondern darüber hinaus auch Impulse setzt, so hat er ein wesentliches Ziel erreicht. Ich denke, dass es dieses Netzwerk jetzt gibt, das ist einer der ganz wesentlichen Dinge, die wir irgendwie, worüber wir uns sehr freuen, dass dieser Austausch und diese Vernetzung irgendwie nun auch wirklich ein Forum gefunden hat. Die Idee zu diesem Netzwerk war natürlich schon virulent zwischen uns beiden und dem Team jetzt im Archiv und in der Kunstsammlung und Archiv, aber auch ein Gespräch mit Michael Stransky und der Familie von Margarete Schütte-Lihotzky, vor allem auch die Frage, wie man das sozusagen konkretisieren kann. Und nun mit der neuen Website von Kunstsammlung und Archiv, denke ich, ist das eine gute Gelegenheit, dass wir hier andocken konnten. Ich würde sagen, nach von mir zumindest gelebten, als Wissenschaftlerin gelebten Motto, geteiltes Wissen ist vermehrtes Wissen. Und ich denke, in diesem Sinne soll das Netzwerk auch fungieren. Ich möchte gleich drei aktuelle Beispiele aus diesem Vernetzungswerk irgendwie ansprechen, die jetzt ganz hoch, also aktuell laufen. Das ist zum einen, dass Sophie Hochhäusl an einer englischen Ausgabe des Buches Erinnerungen auf den Widerstand von Schütte-Lihotzky arbeitet mit einem Kommentarteil. Und dann zwei recht lebendige Projekte, in die ich auch involviert wurde, von einem spanischen und indischen Team von zwei Architektinnen und Künstlerinnen, Mara Sanchez und aus Madrid und Luciana Leventon aus Buenos Aires, die mit dem Projekt Museos de Vanguardia verschiedene Architektinnen und Designerinnen beleuchten. Es ist ein Online-Projekt über Instagram mit Vorträgen, Podcasts, aber auch Vermittlungskonzepten für Kinder. Da kommt natürlich auch Schütte-Lihotzky vor, aber auch Lina Bobaldi und andere Architektinnen, Charlotte Perrion und auch weniger Bekannte. Und Ende September, also in zwei Wochen, findet auch von Mara Sanchez in Ziert eine Tagung an der Technischen Universität in Madrid statt. Eine Tagung mit dem sehr klingenden Namen Rituales Culinarios, Cocinas, Mesas Partidas, Infografias und so weiter und so weiter. Es geht um kulinarische Rituale, um Küche, es geht um soziale Formen des Kochens, des Essens bis hin zu aktuellen Bezügen in die Pandemiezeit. Und ich bin hier als Österreicherin, die über Schütte-Lihotzky einen Beitrag und die kritische feministische Rezeption der Küche, der modernen Standardküche bringt, eine Exotin, meine Kolleginnen in der Tagung, das wurde vorher aufgezeichnet und wird dann Ende September ausgestrahlt, sind aus Buenos Aires, also aus Argentinien, aus Uruguay, Mexiko und in Spanien. Also ich denke, die Notwendigkeit auch einer internationalen Vernetzung ist in jeder Hinsicht gegeben. Über die Forschung, das werden wir heute noch hören. Ich möchte nun zu unserem nächsten Programmpunkt kommen. Und zunächst unseren ersten Gast vorstellen, Christine Zwingl. In der Szene, denke ich, einschlägig bekannt. Christine Zwingl hat Architektur an der TU Wien studiert, ist seit 1984 selbstständige Architektin, hat über viele Jahre an der HTL Mödling unterrichtet und ist langjährige Lektorin an der TU Wien. Am Institut für Architekturtheorie. In unserem Kontext ganz zentral, sie ist seit 1986 Mitglied der Forschungsgruppe Margarete Schütte-Lihotzky,
gemeinsam mit Renate Allmeier-Beck, die ich auch in unser Publikum sehe, Susanne Baumgartner-Heindl, Marianne Lindner-Groß und seit werde ich auch Andrea Heyer. Sie haben damals gemeinsam mit Schütte-Wihotzki noch ihr Archiv gesichtet, man würde archivalisch sagen, im Vorlass. Das Ganze ist dann in einem großen FEF-Projekt gemündet, das sich mit dem Werk und mit der Aufarbeitung des Werks beschäftigt hat. Ich denke, das war eine ganz zentrale Vorsortierung und Ordnung auch des Nachlasses, wie er sich auch noch immer bei uns im Universitätsarchiv auf der Angewandten abbildet. Christine Zwingli hat dann auch für eine ganz bekannte Ausstellung im MAK, im Museum für angewandte Kunst in Wien, 1983 die Projektleitung. Bitte? Entschuldige, 1993. 1993, bitte um Verzeihung, natürlich 1993. Ja, 1993 die Projektleitung, das wissenschaftliche Konzept und auch die Gestaltung hier geleitet. Sie hat seit 2014 die Leitung des Margarete Schütte-Lihotzky Raumes bzw. Clubs über, der bis vor kurzem im dritten Bezirk beheimatet war. Viele von uns kennen das in der Weißgerber Straße. Und sie hat viele Veröffentlichungen, unter anderem zu Margarete Schütte-Lihotzky. Ich konzentriere mich hier auf den schon erwähnten Katalog der Ausstellung. 1993 in zweiter Auflage 1996, leider lange vergriffen. Ich war damals Studentin und ärgere mich heute noch, dass ich das Geld nicht hatte, ihn zu kaufen. Der einen bezeichneten Titel trägt und vom Untertitel Margarete Schütte-Lihotzky, soziale Architektur, Zeitzeugin eines Jahrhunderts. Ein ganz wichtiges Werk zu ihr, weil es eigentlich auch einen Werkkatalog enthält. Und dann ganz aktuell ist sie die Herausgeberin eines Buches Margarete Schütte-Lihotzky Spuren in Wien, das im Promedia Verlag, und wir hoffen alle sehr, demnächst, also wirklich heuer noch ganz brandneu erscheinen wird. Christine Zwingli wird uns jetzt nun, Sie haben es beim Programm entnommen, über das neue Schütte-Lihotzky Zentrum erzählen, das in der Wohnung, die sie selbst eingerichtet hat, seine Heimat finden wird. Und bevor Christine aber noch darüber sprechen wird, bitte ich Ines Frieda Försterling, uns die Architekten selber zu Wort kommen zu lassen mit Textpassagen zu ihren Wohnutopien. Nur selten ist es einem Menschen wie mir vergönnt, drei Viertel eines Jahrhunderts die kulturelle Entwicklung mitzuerleben. Seit dem Beginn der 20er Jahre beschäftige ich mich mit dem Wohnen der Menschen, mit dem Projektieren und Bauen ihrer Behausungen. Deshalb fühle ich mich verpflichtet, einige Gedanken über den Wohnbau in Vergangenheit und Zukunft festzulegen. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand für die Wohnbauarchitekten im mitteleuropäischen Raum eine neue Aufgabe. Das, was wir heute mit dem Ausdruck soziales Bauen umreißen. Es stellt sich nämlich heraus, dass das durch den Krieg verursachte Wohnungselend der Massen nur durch Subventionierung mit öffentlichen Geldern zu beseitigen war. Das betraf keineswegs nur die kriegsführenden Länder, sondern auch zum Beispiel Schweden und andere, die sich aus dem Ersten Weltkrieg heraushalten konnten. Das ergab für alle in die Zukunft blickenden und sozial empfindenden Architekten eine völlig neue Aufgabe. So entstanden zur Zeit der 20er Jahre in den verschiedensten Ländern Wohnbauten mit voneinander abgeschlossenen 1, 2, 3, seltener auch 4-Zimmer-Wohnungen. Ein Weltkrieg ist inzwischen über Europa hinweggebraust, außerordentliche wirtschaftlich-technische und gesellschaftliche Veränderungen sind in den verflossenen 60, 70 Jahren vor sich gegangen. Wir aber bauen seit Jahrzehnten immer noch unsere 1, 2, 3, 4 Zimmerwohnungen, wie wenn nichts geschehen wäre. Ist es nicht grotesk? Das ist die Einleitung zu einem Manuskript mit dem Titel Begrünte Wohnberge, eine städtebauliche Utopie für künftiges Wohnen, das Margarete Schütte-Lihotzky 1990 schrieb. Sie verortet neue Ansprüche des Wohnens und führt vier grundlegende Veränderungen in unserem Jahrhundert an, die ein neues Denken der Architekten erfordern.
Das sind die allgemeine Berufstätigkeit der Frau, der Wunsch nach Kommunikation, die Erfahrungen mit Randgruppen und die veränderte Beziehung zur Natur. Zur veränderten Beziehung zur Natur hält Margarete Schütte-Lihotzky fest: In den 20er Jahren und auch noch Jahrzehnte danach war das Ideal der Menschen, in einem Einfamilienhaus und sei es noch so klein, mit einem Garten zu wohnen. Die Gartenstadtbewegung der Bürger, die Siedlerbewegung der Arbeiter, die Do-it-yourself-Bewegung, in der man mit Selbsthilfe sein Haus errichtet, waren und sind heute noch Ausdruck solcher Idealvorstellungen. Doch das Haus mit Garten macht mehr statt weniger Arbeit und steht deshalb im krassen Gegensatz zur Entwicklung der allgemeinen Berufstätigkeit der Frau. Außerdem erschwert es die Bedienung durch zentrale Dienstleistungen. Das Wichtigste zur Entlastung der Menschen unserer stressgeplagten Zeit ist es, bei der Planung der Wohnung Möglichkeiten für zentrale Dienstleistungen zu schaffen. Zentrale Dienstleistungen, die den Bewohnern die klaglose Bewältigung des täglichen Lebens garantieren. Konkret heißt das, zentrale Hilfe bei Herstellung bzw. Pflege von Nahrung, Kleidung und Wohnung zu leisten. Die veränderte Beziehung der Großstädter zur Natur zwingt geradezu den Gedanken an Dachgärten auf. Auf dem Dach, in 40 cm hoher Erde, lassen sich sämtliche Sträucher, Stauden und Blumen ziehen. Der Dachgarten erfordert im Vergleich zum Garten auf gewachsenem Boden minimalen Arbeitsaufwand. Er liegt immer auf gleichem Niveau mit den Zimmern und hat einen wesentlich höheren Wohnwert als der gewachsene Garten. Auf dem Dachgarten wohnt man, isst man, hier ruht man auf dem Liegestuhl in der Freizeit. Mit geringem Zeitaufwand, hier pflegt man ein Stück eigene Natur. Schon zu Beginn der 20er Jahre propagierte Adolf Loos das Terrassenhaus. Nur kam es damals aus technischen und finanziellen Gründen im Rahmen des sozialen Baus nicht in Frage. Heute indessen haben wir die Möglichkeit, Terrassen, besser gesagt Dachgärten, technisch einwandfrei und für die Durchschnittsbewohner finanziell tragbar herzustellen. Sehr geehrtes Publikum, einen schönen Vormittag. Ja, liebe Silvia Herbst, liebe Bernadette Reinhold, vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier zu sprechen und das Margarete Schütte-Lihotzky-Zentrum vorzustellen oder erstmals bekannt zu machen. Dieses Bild und dieses Sujet haben wir auf dem ersten Folder und dem ersten Ankündigungsmaterial des Margarete Schütte-Lihotzky-Raumes verwendet. Bernadette hat schon erwähnt, es war dieser Raum, den wir 2014 im dritten Bezirk in Rhein-Weiß-Gerber Straße gegründet haben. Wenn ich wir sage, meine ich damit den Margarete Schütte-Lihotzky-Club. Ein Verein, ein privater Zusammenschluss von Frauen, die es wichtig fanden, dass Margarete Schütte-Lihotzky ihr Werk, ihre Gesinnung, ihre Haltung in Wien präsent sind. Ich selbst bin Architektin, danke für die Vorstellung, ja. Ich komme sozusagen von dieser Seite her und finde ihre architektonische Arbeit, ihr Werk so bedeutend und wichtig. Ich habe mich auch so lange damit beschäftigt und es hatte großen Einfluss auf mich. Aber es waren hier auch Frauen aus der Frauenbewegung, aus persönlichen Bekanntschaften und Freundschaften, aus den Zeiten des Widerstandes, also verschiedene Frauen, die ihr nahe standen und die wussten aus dieser eigenen Erfahrung, ja, um diese Bedeutung und Wichtigkeit einer Persönlichkeit und dass diese verschiedenen Zugänge auch gesammelt wirken und erhalten sind. Ja? Das war unser Bemühen mit diesem Verein, oder das ist es noch. Nicht nur die Architektur, es ist diese gesamte Haltung
Und auch schon in diesem Vortrag, in diesem ersten Text oder in dieser Lesung dieses ersten Textes aus den Wohnbergen, die ja in dieser Wohnung entstanden sind 1990 oder die sie dort dann aufgeschrieben hat, kommt es ja zum Ausdruck, wie sehr sie Zusammenhänge verbinden, denken kann, wie sehr sie verschiedene Erfahrungen aus der Architektur und aus ihrem politischen Leben verbinden kann. Nun ist es so, dass wir genau an diesem Ort, an diesem Bild, das hier zu sehen ist, übersiedeln konnten. Dieses Bild zeigt Margarete Schüttel-Wihotzki an ihrem Arbeitsplatz in ihrer Wiener Wohnung. In dieser Wohnung in der Franzensgasse, wo sie von 1970 bis 2000, also eben bis zu ihrem letzten Lebensjahr, gewohnt hat. Und hier soll das Margarete Schüttel-Wihotzki-Zentrum entstehen. Der Verein, der Club, ist übersiedelt, ist jetzt seit 1. Juli Mieterin. Und ja, wie es dort vor Ort sein wird, diese Wohnung betreuen, wird Öffnungszeiten betreuen, wird das konzeptuelle Material aufbereiten, Vermittlung machen und anbieten. Und wir sind jetzt dabei, diese Wohnung zu sanieren und doch Teile auch zu rekonstruieren. Daher wird es auch noch etwas dauern, bis es geöffnet wird, bis das alles soweit ist und finanziert ist und auch umgesetzt werden kann. Aber ich freue mich, es heute erstmals hier vorzustellen. Ja, eine wichtige Sache noch im Zentrum deswegen, weil wir hier ja, über Schüttel-Wihotzki und ihr Werk so direkt vermitteln können oder ein Anschauungsmaterial mit dieser Wohnung haben. Aber wir wollen öffnen. Wir arbeiten und sind auch dabei schon mittendrin in einem Forschungsprojekt zu den Pionierinnen der Architektur. Es geht nicht nur um die Margarete selber, die natürlich für uns die Basis ist, ja. Aber wir wissen, da waren Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts, die in diesen Beruf einsteigen wollten, ja, die die Ausbildung gesucht haben, die aber durch so vielfältige Schwierigkeiten, ja, ganz einfach der Rechte und der ja, herrschenden patriarchalen Systems, nicht die Ausbildung bekommen konnten oder eben auch in den Beruf ganz einfach nicht einsteigen konnten. Ja, jedenfalls gibt es jetzt ein Forschungsprojekt zu Architektinnen in Wien, zu den Pionierinnen der Architektur in Wien, als Stufe 1 eines größeren Projektes zu Architektinnen, Pionierinnen der Architektur in Österreich. Ja, wie kommt es dazu? Warum finden wir diese Erhaltung dieser Wohnung so wichtig? Und was waren unsere Ziele? Das alles möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen zeigen. Und in dieser Vorbereitung habe ich eben gemerkt, ich erzähle hier auch ein Stückchen Geschichte dieser Wohnung und ein Stück Lebensgeschichte. Und Sie werden ein paar Fotos jetzt sehen, die da dazugehören. In der Franzensgasse im 5. Bezirk wohnte Margarete Schüttel-Wihotzki 1970 bis 2000. Sie hat übrigens immer im 5. Bezirk gewohnt in ihrem Leben. Sie ist auch aufgewachsen in der Lechturmgasse, hat dann die meiste Zeit ihres Lebens in der Hamburger Straße gewohnt. Das ist nur eigentlich das Eck im 5. Bezirk. Das war noch ein gründerzeitliches Gebäude und dann hat sie wahrgenommen, dass es hier einen Neubau gibt in den 60er Jahren. Ja, war das ein Neubau? Und erstmals gab es da auch drauf Terrassenwohnungen mit Terrassenwohnungen mit Dach. Ja, diese Wohnung, und hier sehen Sie ein erstes Foto aus dieser Wohnung, kommen einige Fotos. Es kommen einige Fotos, die Margarete Spilutini im Jahr 2000 aufgenommen hat. Sehr dekorative Fotos, die diese Wohnung in ihrem kompletten Zustand zeigen. Der erste Schritt der Erhaltung der Wohnung ist geglückt. Die Wohnung wurde unter Denkmalschutz gestellt. Und zwar mit einem Bescheid des Bundesdenkmalamtes vom Mai diesen Jahres.
damit kann sie zuerst einmal erhalten werden. Das heißt, die jetzigen Eigentümer einer privaten Immobiliengesellschaft haben zugestimmt, die Substanz der Wohnung zu belassen, ja, sie nicht wesentlich zu ändern, sondern an den Margarete Schütte-Limonski-Club zu vermieten, ja, die hier auch die sozusagen als private Institution bereit war, hier ein entsprechendes Programm zur Vermittlung auch anzubieten. Auch das Land hat natürlich zugestimmt und so kam es zu dieser Unterschutzstätte. Ja, diese Fotos zeigen ein Stück von dieser Haltung Schütte-Lihotzkis, von dieser einerseits Tradition oder Wiener Wohntradition. Wir sehen da auch den Wiener Mehrkassener Familie. Und wir sehen verschiedenste Elemente, die aus der Moderne kommen, die sie übernommen hat, die sie weiterführt und transformiert. Und daraus ein neues Objekt, ein Juwel, sagen wir, der Wiener Wohnkultur entstehen ließ. Und auch eine maßgeschneiderte Wohnung für sich selbst geschaffen hat. Ja, wir wollen, dass die Wohnung in ihrer gesamten Qualität, wie Margarete Schütte-Lihotzky sie nutzte, wieder erfahrbar und erlebbar ist und für Besucherinnen und Besucher geöffnet wird. Wir arbeiten daran, den Raumeindruck wiederherzustellen. Diese Möbel sind in dieser Form nicht mehr alle vorhanden, wie wir anderen gleich sehen, wie es jetzt ausschaut. Diese Bilder zeigen die Wohnung so komplett, aber leider eben auch leer. Diese Wohnung war ja, sind nach ihrem Tod im Jahr 2000 aufgenommen worden. Das ist jetzt dieser Arbeitstisch, den wir vorher auf diesem Schwarz-Weiß-Foto mit Margarete gesehen haben. Ja. Die Intentionen der Architektin zum Wohnen können in dieser Wohnung erlebbar werden. Ihre Intentionen und Gedanken beruhen auf sozialen und ökonomischen Raumlösungen. Und sie wollte immer Frauen einen selbstständigen Arbeits- und Lebensbereich ermöglichen. Hier sehen Sie den Grundriss. Eine Wohnung mit knappen 55 Quadratmetern und davor gelagert eine 33 Quadratmeter große Terrasse. Ein kleiner Vorraum, links und rechts Zugang WC und Abstellraum und direkt in die Küche. Dann öffnet sich die Wohnung eben diesen Wohn- und Essplatz, dieses große Zimmer, das sich dann ganz offen erweitert in diesen Arbeits- und Schlafbereich. Diese Fotos haben wir schon gesehen. Vom Schlafbereich geht es weiter durch einen Ankleide zum Bad und in den Ankleide und das ist das Bad. Ja. Auch das ist noch unverändert. Ihre grundlegenden Gedanken und Erfahrungen zum Wohnen bauen auf der Siedlerbewegung auf und auf der Integration des Freiraumes. Gesundheit und Naturverbundenheit als wesentliche Elemente. Dem Roten Wien, den ersten Ideen zum Terrassenhaus, die Anfang der 1920er Jahre entstanden sind. Das Konzept der Wohnung der alleinstehenden berufstätigen Frau entstand in den 1920er Jahren in Frankfurt am Main. Diese fortschrittlichen und inklusiven Ansätze hat sie verbunden, entwickelte sie in der 1950er, 60er Jahre weiter und ließ eben ihr musterhafte persönliche Wohnung entstehen. Ja, das ist auch noch eines dieser Fotos aus dem Jahr 2000. Aber diese Fotos, diese Wohnung, die war ja belebt, ja. Und hier sehen Sie einmal Fotos von Schütte-Lihotzky selbst, die sie aufgenommen hat, offensichtlich nachdem die Wohnung fertig war und sie bezogen hatte, also die aus den 1970er Jahren sind, Anfang der 70er Jahre wahrscheinlich, wie diese Terrasse begrünt war, wie diese Terrasse mit diesen Markisen einen wirklichen gut nutzbaren, lebbaren Freiraum dargestellt hat. Hier sehen Sie sich selber auf ihrer Terrasse sitzend, genießend, ja.
wie sie eingezogen ist, 1970 war sie 73 Jahre alt. Das war die Wohnung auch ihres Alters. Ja, sie wusste genau auch, was sie braucht, und wie sie gesagt hat, hat diese Wohnung auch ihr Leben verlängert. Diese Wohnung war belebt und hat hier, sie hatte viele Kontakte aus dem Beruf natürlich, aus dem politischen Zusammenhang, aus der Partei, aus der Frauenbewegung, verschiedene Freundeskreise gab es, es gab Gesprächsrunden, angeblich hatte sie einen Salon, wird erzählt. Ja, also es war immer ein kommunikativer Ort. Auch das ist ein Anlass, was soll so wieder hergestellt werden. Sie sehen hier auf diesem Foto, ja, Margarete hier in der Mitte sitzend auf dem Sofa im Gespräch mit anderen Menschen. Diese Fotos habe ich erst vor ganz kurz in den letzten Tagen gefunden. Danke an Nathalie Feitsch, die da alte Dias gescannt hat. Und Sie sehen rechts sie mit einer jungen Frau. Das ist Ulrike Jenny in den jungen Jahren. Dieses Foto wird wohl nach 1975 entstanden sein. Da haben sich die beiden kennengelernt. Das ist ein Schatz. Das ist das erste Foto, das die beiden zusammen zeigt. Sie werden ja später sehen, diese Ulrike Jenny, diese Frau hat dann nach ihrem Tod die Wohnung bewohnt. Fotos aus, aus 1980. Margarete Spilottini hat sie damals zum ersten Mal interviewt und im Zusammenhang mit einem Interview eine ganze Fotoserie gemacht. Es gibt hier die verschiedensten Fotos, die sie hier in ihrer Wohnung sitzend, arbeitend, sprechend, nachdenkend zeigen. Diese Serie ist eben auch unser Foto, das wir als Ankündigungsmaterial verwendet haben. Ja, es wurde natürlich auch gearbeitet noch in dieser Wohnung. Margarete hat auch ihre Idee zum Wohnen weiter bearbeitet. Hier erklärt sie das Baukastensystem, also ein System, das im Zusammenhang mit ihrem Bau für Kinder, mit dem Kindergarten, mit dem Bau von Kindergärten und Kinderanstalten entwickelt hat. Und dieses Bild stammt aus einem Film, der Architektur kann keiner entrinnen, der 1985 in Ort entstanden ist. Ja, sie erhielt 1980 den Preis für Architektur der Stadt Wien. Sie hielt damals auch erste große Vorträge an der ÖGFA und auch an der Technischen Universität. Ja, eigentlich ging damals das los mit dem Interesse an ihr, mit den Interviews und auch mit den Preisen. Und es entstanden auch einige interessante Filmaufnahmen. Ja, und in dieser Zeit, also ab 1985 so etwas, sie hat in dieser Zeit eben, die sie Vorträge gehalten hat, ihre Erinnerungen bereits präsentiert in den Vorträgen. Sie hat dann weiter ständig daran gearbeitet. Sie hat 1985 erscheint dann ihr Buch Erinnerungen aus dem Widerstand in der ersten Auflage. Und das war auch das Jahr, wo da eine Gruppe von jungen Architektinnen zu ihr kam, wo sie dann auch den Bedarf hatte, dass wir sie unterstützen bei der Suche und Identifizierung von ihrem Archivmaterial. Sie hatte ja aus ihrem erstaunlichen, vielfältigen Leben vieles aufbewahrt. Und das befand sich in diesem Abstellraum, in diesem Schrankraum ihrer Wohnung. Das ist hier ein Foto, auch ein Foto von Margarete Spilottini. Sie sehen hier diese vielen Schachteln und Kisten, die inzwischen im Archiv sind. Natürlich, Sie sehen die Entscheidung und vor allem vieles Material an Dokumenten, Plänen, Briefen, die sich da befunden haben. Diese mittig geschlichteten Plankisten, die hat schon die Forschungsgruppe eingerichtet und da aufgestellt. Ja, es waren dann eben Architektinnen, die sich hier bemüht haben, dieses Material, wir waren fasziniert von diesem
Zeichnungen von dem, was wir hier vorgefunden haben und haben immer weiter daran gearbeitet. Meine Kollegin Renate Almeyer-Beck ist auch da. Ja? Wir haben auch damals schon gemeinsam gearbeitet und freuen uns, dass wir das auch heute wieder gemeinsam tun können. Es entstand daraus eben dieses FWF-Projekt und dann auch diese erste große Ausstellung über ihr Gesamtwerk in Mack 1993. Ja, ein Foto aus der Forschungsarbeitszeit, ungefähr wahrscheinlich 1990, entstanden auf der Terrasse. Es gab, die Terrasse ist ein Lebensraum und es gibt hier viele Fotos auch, die Margarete zeigen, hier auch mit ihrer Katze, mit ihrem Kater, man sagen, Kater Schurli, war auch in den letzten 20 Jahren ihr Begleiter, den sie auch von Wien immer nach Radstadt mitgenommen hat und wieder zurück, also ihre Sommermode in Radstadt verbracht hat. Ja, viele Interviews fanden statt. Ich glaube, eines der interessantesten und komplexesten Interviews ist das von Johannes Kunz, das in den Erinnerungen im ORF gezeigt wurde. Und hier nur ein Beispiel dafür. Ja, das war 1994. Margarete war bereits 97 Jahre alt. Sieht, dass für diese ORF-Aufnahmen auch kleine Veränderungen in der Wohnung durchgeführt wurden. Das Bild wurde etwas verhängt. Also in dieser Wohnung fand vieles statt und diese Idee dieses Zentrums und dieses informativen, kommunikativen Ortes wollen wir weiterführen. Margarete lebte hier bis in ihre letzten Jahre, bis in ihre letzten Tage ihres Lebens. Diese Fotos wurden in ihrem letzten Lebensjahr aufgenommen. Sie zeigen sie noch hier, wie das sitzt, noch hier im Bett, an dieser, ja, man sieht hier die Kreisin. Aber sie hat selbstständig gelebt bis zum Schluss. Sie hatte, sie war sehr diszipliniert und gut organisiert und hat mit einem System von Helferinnen in der Nähe, in einer Umgebung gelebt. Außerdem war die direkt angrenzende Kleinwohnung ja, von Anfang an so organisiert, also in ihrer Nachbarschaft hat es, konnte sie immer die Mieterinnen für diese Wohnung selbst bestimmen und organisieren. Und sie hatte da immer junge Leute, junge Architektinnen oder Studentinnen dort wohnten und sie unterhielten. Ja, sie legte testamentarisch fest, dass Ulrike Jenny, ihre nahe Freundin, die Wohnung übernehmen sollte. Uli war Kunsthistorikerin, die beiden kannten sich seit Jahrzehnten und es war auch so, dass sie diese Wohnung überschrieben bekam und sie dann die nächsten 20 Jahre dort leben konnte. Sehen Sie hier in der Wohnung, Sie sehen auch schon einige Änderungen, die in der Wohnung passiert waren. Von 2002 wohnte sie dann dort tatsächlich bis 2020, wo sie sehr plötzlich, viel zu plötzlich verstarb. Andererseits öffnete sich dadurch plötzlich diese Frage oder entstand die Frage, was geschieht damit, was können wir mit dieser Wohnung tun und es entstand eben diese neue Möglichkeit, die Wohnung jetzt zu erhalten, weiterzuführen als einen Ort der Erinnerung und der zentralen Beschäftigung mit Architektinnen. Jetzt sehen Sie 2021 Fotos der leeren Wohnung, einer Wohnung, die ja, aus der alles eben Lebendige der Bewohnerinnen verschwunden ist. Sie sehen aber bereits hier, dass es gibt Spuren der Veränderung, deutliche Spuren, sehr wesentliche leider, wie dass hier die Fenster ganz anders sind, als sie früher waren. Das sind Dinge, die die Eigentümer verändert haben, aber
auch die Einrichtungselemente, wie in dieser Bücherkasten zum Beispiel. Der Arbeits- und Schlafbereich ist jetzt ganz leer. Und das ist jetzt einer der wesentlichen Elemente, die rekonstruiert werden. Sie sehen die Terrasse, in der die Markisen schief hängen und schon fast herunterfallen. Das Bad ist unverändert. Die Substanz ist vorhanden. Die wesentliche Substanz, die räumliche Substanz ist unverändert. Und einige wichtige Elemente sind ja noch da. Einige Möbel bleiben da als Leihgaben. Tanja Jenny, die Erbin und Tochter Ulrikes, hat sie dem Schütte-Johanski-Club übergeben. Die können weiter ausgestellt werden oder eben diese Wohnung bereichern. Wir sehen hier diese Kanadier, die später noch was hören. Sie sind neu gepolstert und auch verändert, aber eben das ist ganz ja. Der kirgisische Wandteppich, der in der Schlafnische an dieser Decke montiert war, ist vorhanden. Der wird saniert mit der Textilrestaurierung der Angewandten. Diese Übernahme ist schon vereinbart und hier danke diese Kooperation. Ja, und was soll hier noch geschehen oder das geschieht bereits? Die Forschungsarbeit ist die Forschungsgruppe, das Team, das daran arbeitet, ist übersiedelt, das ist schon dort vor Ort tätig. Wir arbeiten an der Recherche zu den ersten Architektinnen, zu den ersten Frauen, die in die Architektur wollten und sind bei der Recherche an den drei Architekturausbildungsstellen in Wien, an der Kunstgewerbeschule. Sie sehen hier zum Beispiel ein Gangszeugnis, also sozusagen das Zeugnis von Regine Weinfeld aus der Klasse Tesselow 1914, also wirklich eine der allerersten Architektinnen, die wir bisher auffinden konnten. So ein Katalog der Sonderklasse, wo Margarete Lihotzky vorhanden ist. Sie sehen da ein Katalogblatt aus der Technischen Hochschule, einen Studienakt aus der Akademie, sehr unterschiedliches Material. Ja, es ist eine komplexe Aufgabe, der intensive Aufgabe da weiterzukommen. Ja, die Planungen sind im Gange für die Rekonstruktionsarbeit, für das Margarete Schütte-Lihotzky-Zentrum. Das Haus der Franzengasse 16 wurde saniert, schaut jetzt so aus. Ja. Die Dachgeschosswohnung gibt es noch. Wir hoffen auf die Finanzierung, wie wir haben überall nur erste Zusagen, aber noch nichts Fixes. Voraussichtlich wird das vom Bundesdenkmalamt und der Stadt Wien getragen. Aber unser Verein und unsere Tätigkeit lebt von Spenden und die brauchen wir auch nicht weiter. Und das wollte ich auch erwähnen. Wir freuen uns immer über Unterstützung, Feedback dieser Art, von Interesse an Mieterwelt, genauso wie auch über finanzielle Unterstützung. Das Margarete Schütte-Lihotzky-Zentrum als offener Raum der Diskussion und einer Plattform, dass Frauen und ihre Arbeit, dass die Arbeit von Architektinnen sichtbar wird, deutlich und wirksam wird in der Öffentlichkeit, in der Allgemeinheit, ist im Entstehen. Und wenn Sie genau schauen, Margarete ist schon im öffentlichen Raum. Sehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christine, für den wirklich spannenden Bericht. Und ich bin mir ganz sicher, es gäbe jetzt einige Fragen, aber der Blick auf die Uhr zeigt mir, dass wir diese Fragen bitte
merken und am Ende eine Fragenrunde machen, weil ich möchte gerne Thomas natürlich genug Gelegenheit geben, auch sein Buch zu präsentieren. Deshalb bitte ich jetzt gleich die Bernadette, den Thomas anzumoderieren. Dann vielen herzlichen Dank. Ich möchte gleich Thomas Flierl vorstellen. Er hat Philosophie und Ästhetik an der Humboldt-Universität in Berlin studiert, 1985 promoviert, hat viele Jahrzehnte im Kulturbereich und in der Politik, vor allem auch in der Berliner Stadtpolitik, gewirkt und war da höchst aktiv. Seit 2006 ist er freier Architektur- und Bauhistoriker, als solcher tätig und als Publizist. Er ist seit 2001 im wissenschaftlichen Beirat der Ernst-May-Gesellschaft in Frankfurt und hat eine vielfältige Lehrtätigkeit unter anderem an der Bauhaus-Universität in Weimar, an der FM Berlin und an der Universität Konstanz. Er hat zahlreiche Publikationen. Ich möchte hier nur mich auf ein paar wenige Bücher konzentrieren. Ein, kann man sagen, Standardwerk, das klingt schon im Titel an, Standardstädte Ernst May in der Sowjetunion 1930 bis 1933, Texte und Dokumente 2012 erschienen. Er ist Herausgeber auch der Reihe Gegenstand und Raum. Dort ist dann im Folgejahr 2013 der Band entstanden oder publiziert worden, Linkes Ufer, Rechtes Ufer, Ernst May und die Planungsgeschichte von Magnitogorsk 1930 bis 1933 mit anderen Autoren gemeinsam, das kannst du dann noch, wenn du möchtest, ergänzen. Man sieht vielleicht an diesen Publikationen auch gleich so einen gewissen Forschungsschwerpunkt von Thomas Flierl, der in der Moderne liegt und vor allem auch in der sozusagen Verknüpfung des Westens und des Ostens, speziell in der Wirkmächtigkeit der Moderne in der Sowjetunion und diese Querbezüge, also das ist ein ganz wichtiges Forschungsfeld von ihm. Eine andere wichtige Publikation 2016 mit Harald Bronschatz gemeinsam, von Adenauer bis Stalin, die Tätigkeit des Kölner Stadtplaners Kurt Meyer in Moskau und der Einfluss des traditionellen deutschen Städtebaus in der Sowjetunion 1935 und sehr rezent, ich denke im Zuge des Bauhaus-Jubiläums gemeinsam mit Philipp Ostwald, dem langjährigen Leiter des Bauhaus-Archives, auch ein Forschungsdesiderat über den zweiten Bauhausdirektor Hannes Meyer und das Bauhaus im Streit der Deutungen. Also schon allein der Untertitel sagt viel über ihn aus. Wir freuen uns, dass Thomas Flierl heute bei uns ist und uns sein ganz aktuelles Buch präsentieren wird. Es wurde schon mehrfach erwähnt, das ist der Gefängnisbriefwechsel zwischen Margarete Schütte-Lihotzky und ihrem Mann Wilhelm, beide Architekten 1941 bis 1945, mit dem poetischen Titel Mach den Weg und bring Kibo. Meine Gedanken werden dich dabei begleiten. Es ist, wie Sie sehen können, ein wirklich sehr monumentales Werk geworden. Es ist eine, nicht nur eine Herausgabe von Briefen, sondern eine wirklich ganz dichte Edition, die mit Kommentaren versehen ist, mit einem fast 200 Seiten starken Nachwort, wie man das so nennen kann, das den schönen Titel trägt, mit einem Karton voller Briefe auf Zeitreise. Im Thema, wir werden das jetzt dann, denke ich, auch durch deine Präsentation und dann vermutlich auch durch die Diskussion noch sehen, ganz viele Forschungslücken, nicht nur zu Margarete Schütte-Lihotzky, sondern insgesamt zur Zeitgeschichte, zur Widerstandsgeschichte und zu vielen anderen Aspekten, wo wirklich blinde Flecken sind, beleuchtet hast. Thomas, ich möchte noch, bevor du losstartest, wieder Ines Frieda Finsterlin bitten, dass sie... Försterin, Entschuldigung. Es ist vielleicht einfach diese Widerstandszeit oder Gefängniszeit, die solche Stilblüten hervortreibt, falsche Versprecher. Ich möchte jetzt unsere Vortragende bitten, Briefe, Passagen aus Briefen vorzulesen. Wilhelm Schütte an Margarete Schütte-Lihotzky. Brief vom 11. April 1943. Hochzeitsgrüße, mein liebes Bib. Innige, zärtliche Grüße und Streichler. Mit Blumenkohl und den ernsten Ermahnungen des Standesbeamten Schütte fing es an. Dann Vaters feine, liebe, herzliche Worte und Wünsche.
die ich eben wieder las. Und die herrlichen Tage am Gardasee und die vielen, vielen schönen Tage und Wochen und Jahre, die darauf folgten. Wenn wieder Frieden ist und wir wieder zusammen sein können, dann gehen wir nochmal zusammen an den Gardasee, nach Torbole und nach Malcesine. Du musst inzwischen alles tun, um dir deine Gesundheit und deine Kräfte zu erhalten, deine Freizeit ganz zum Ausruhen, zum Erholen nutzen. Und alle deine Gedanken sollen dir dazu helfen, dich frisch und stark zu erhalten. Du brauchst dir gar keine Sorgen um mich oder um Mutter oder um irgendeinen von uns zu machen. Es geht mir gut und ich kann ganz unbehelligt und normal meine Arbeit fortsetzen. Natürlich ist es jetzt nur leer, keine Bautätigkeit, denn auch hier im neutralen Land macht sich der Krieg ringsum durch Verknappung der Importmaterialien, durch starke Preiserhöhungen im Baugewerbe und durch fast völlige Einstellung der Bautätigkeit bemerkbar. Mutter hofft ja, dir bald selbst alles erzählen zu können. Eben segelte im Nordsturm der erste Storch am Fenster vorüber. Dann ist der Frühling also endgültig da, wenn es auch noch recht aprilmäßig zwischen Sonnentagen und Patschwetter wechselt. Wir wollen für die Sommerferien vielleicht mit einer befreundeten Familie ein Haus mieten auf einer der Inseln. Das musst du dir auch für später aufheben, zur Erholung nach all dem, was du jetzt erleben musst. Das geht alles vorüber. Du hast mir so viel Glück geschenkt und wir haben das Wissen, dass wir uns gegenseitig haben. Lass dich fest umarmen, mein liebes Flip, von deinem Slip. Margarete Schütte Lihotzky, Anadele Hanaker und Wilhelm Schütte, Frauenzuchthaus Eichach, Brief vom 1. Mai 1943. Liebe Dele, bitte schick diesen Brief an Wilhelm. Hoffe sehr, dich oder euch beide recht bald zu sehen. Wenn kommen unmöglich, bitte schreib, wie es geht. Habe Sorge um dich. Bring französische Grammatik, Wörterbuch, Burkhardt, Schumacher und Sonnenbrille mit. Gruß und Kuss euch beiden, Grete. Mein lieber Slip, tausend Dinge möchte ich schreiben, nach so langer Zeit und weiß nun gar nicht, wo anfangen. War überglücklich mit Brief zum 13. Dein Bild hängt schon überm Bett. Gesundheitlich geht's gut. Am 23.01. nahm ich mir fest vor, die Tragödie der letzten 2 Jahre als abgeschlossen zu betrachten und ganz klar und ruhig weiterzuleben, um an Seele und Leib ganz gesund zu bleiben, bis wir uns wiedersehen. Und das geht gut. Bin seelisch viel robuster, als ich selbst dachte. Wo es Lieblosigkeiten gab, wie du schreibst, da handelte es sich doch nur um einen innerlich vollkommen fremden Menschen. Und da legt sich einem automatisch ein Panzer ums Herz, sodass das gar nicht bis zum Gemüt vordringt. Sonst suche ich mir aus allem, Menschen, Büchern, Natur und so weiter, den Nährstoff, den man eben zum Wachstum seines Geistes und Herzens braucht. Lese viel, solches wie du in Paris, momentan griechische Mythologie, und stopfe so ein Loch in meiner Bildung. Hätte ich nur wie eure Daphne handeln können, ich stünde seit 2 Jahren als Lorbeerbaum in einem Wiener Café, wenn es sich auch nicht um Apollo handelte. Sehne mich oft sehr nach dir, dann tut mir das Herz weh, wenn ich denke, dass du auch leiden musst und oft da unten dich vereinsamt fühlen wirst. Aber dann tröstet mich wieder die Gewissheit, dass unser beider Einstellung zu unserem Schicksal so gleich ist, dass alles, was ich denke und fühle, Anklänge aus dir und unserem gemeinsamen Leben sind und umgekehrt. Oft höre ich draußen den Motor eines Traktors. Er klingt genau wie die Boote vor unserem Haus. Dann schließe ich die Augen, bin sofort ganz in unserer Wohnung und sehe den Bosporus, Moscheen und alles ganz genau vor mir. Bitte schick Fotos von Terrasse, Wohnung, Aussicht etc. Hier ist jetzt schönster Frühling. Beim täglichen Spaziergang, etwa 2,5 Kilometer, den Schritt zu 63 Zentimetern, mache ich schwebenden Gang etc., damit du einmal eine Freude daran hast. Ich glaube jetzt wirklich, dass du mich im Alter nicht mehr einholen kannst. Was denkst du? Da das Dasein bekanntlich umso schneller vergeht, je einförmiger es ist, rast mir die Zeit. Das ist tröstlich. Gornet ist nur nie gegangen, hilft wieder. Schreib viel, alles. Weiß schon oft nicht, wie und wo dich vorstellen. Grüß alle, lieb und zärtlich, dein Bibchen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Margarete Schütte-Lorotzky und Wilhelm Schütte, wenn ich Ihnen heute mit großer, großer Freude dieses Buch vorstellen kann, dieses gewichtig geratene, ich hoffe, gehaltvolle Buch, auch in der Rezeption gehaltvoll für Sie, dann verdankt sich dieses einem grandiosen Glücksfall. Seit Jahren forsche ich, Bernadette hat es bereits erwähnt, über die Tätigkeit westdeutscher Architekten in der Sowjetunion der Zwischenkriegszeit, speziell über Ernst May, den Frankfurter Stadtbaurat und seine Mitarbeiter und der einen Mitarbeiterin, Margarete Schütte-Lorotzky, die 1930 nach Moskau ging. Ergebnisse waren unter anderem der Aufsatz im Katalog des Deutschen Architekturmuseums zur großen Ernst-May-Ausstellung, mein erwähntes Buch bei Surkamp und die Aufsätze in den anderen hier abgebildeten Bänden über Margarete Schütte-Lorotzky, Wilhelm Schütte, Bruno Taut und zuletzt über Max Damm. Und so wie ich alle möglichen Archive nach Spuren des Architektenpaares durchforstet habe, hatte ich mich auch an die Erben von Margarete Schütte-Lorotzky gewandt. Bekanntlich hatte Margarete ja keine Kinder. Margarete hatte die Enkelin der zweiten Frau ihres Großvaters mütterlicherseits, Dorothea Stransky, zu ihrer Erbin bestimmt. Ich wandte mich also an deren Sohn Michael und seine Frau Sophia Stransky in Graz, ob es nicht doch noch irgendwo Teile einer Korrespondenz, irgendwelche Dokumente, Aufzeichnungen in ihrem privaten Besitz gäbe. Sie können sich sicher vorstellen oder ahnen, welche unerwartete Begeisterung mich als Forscher erfasste, als mir beide Stranskys 2013 in Radstadt, in dem Ferienhaus, das Margarete Schütte-Lorotzky nach dem Krieg für ihre Schwester und ihren Schwager entworfen hatte und das sie nach deren Tod selbst nutzte, als mir beide einen Karton mit Briefen von und Margarete Schütte-Lorotzky zeigten und schließlich anvertrauten. Es ist eine nicht verzeihliche Nachlässigkeit, dass ich kein Foto von diesem Karton eingefertigt habe, sondern nur jetzt darauf verweisen kann. Aus diesem damaligen momentanen Glücksgefühl erwuchs eine professionelle und moralische Verpflichtung, diesen völlig unbekannten Nachlass zu erschließen und zu veröffentlichen. Ich bin vor allem der Geduld der Familie Stransky zu hohem Dank verpflichtet, dass sie mit Nachsicht diese Zeit mir gewährt haben, immerhin seit 2018. Diese 8 Jahre Arbeit habe ich versucht, mit der mir möglichen Präzision zu verwenden, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Sie können sich vorstellen, handgeschriebene Briefe mussten gescannt, abgeschrieben werden. Man musste eine durchdachte Reihenfolge entwickeln, Prinzipien der Kommentierung entwickeln. Es waren unendlich viele Orte, Personen und historische und personelle Konstellationen des Paares zu erkunden. Mit der vorliegenden Publikation wird doch eine für diesen Zeitraum zumindest völlig neue, veränderte Quellenlage präsentiert für diesen zentralen Lebensabschnitt des Architektenpaares. Statt der 20 von Margarete Schütte-Lorotzky selbst ins Archiv gegebenen Briefe oder bei der Auflösung der Wohnung dann ins Archiv gelangten Briefe, waren es nur ihre eigenen Briefe. Also sie hat keinen einzigen Brief, so hat auch bisher die Akademie, das Archiv der Angewandten, keinen Brief von Wilhelm gehabt. Es gab also gar keinen Briefwechsel. Es gab sozusagen nur Selbstäußerungen an einen mich näher vorhandenen Partner, Gesprächspartner, Briefpartner. Statt der 20 Briefe von Margarete Schütte-Lorotzky verfügen wir nun mal 146 Briefe, davon 88 Briefe von Wilhelm Schütte, auch welche von Adele. Hinzu kommt der einmalige Umstand, dass bereits hier im Archiv der Angewandten, aber auch bei der Höpfer, eine Reihe von Fotos existierten, die aber den Briefen nicht zuzuordnen waren oder nicht zuzuordnen versucht wurden, weil man auch von einer Korrespondenz ja gar nicht sprechen kann, es gab eben nur 20 Briefe von Margarete. Durch die Tatsache, dass diese Briefe alle zensiert waren, haben die verschiedenen Zensurbehörden ihre Spuren hinterlassen, insbesondere die Zensur der Auslandszensur der deutschen Wehrmacht hat mit einem
Nummernstempel, sowohl die Fotos als auch die Briefe gestempelt. Und auf diese Art und Weise war es nachträglich möglich, einige oder eine große Anzahl von Briefen, von Fotos den Briefen zuzuordnen, sodass jetzt Briefe und Fotos durch die Vereinigung jetzt im Archiv auch wieder in die Nähe gerückt sind und durch eine umfängliche Dokumentation am Ende des Bandes auch genauestens zugeordnet werden können. Wir haben also den einmaligen Glücksfall, dass ein unbekannter Briefwechsel auftauchte, dass wir quasi wie durch eine Tür in eine neue Zeitschicht hineinkommen und eine Welt erleben, in der, von der wir bisher nicht wussten, wie Margarete mit ihrem Partner oder wie Wilhelm Schütte mit ihrer Partnerin, mit seiner Partnerin korrespondiert hat. Für die Kommentierung, die unabdingbar war, weil viele auch der Briefe natürlich für sich gar nicht verständlich sind, wenn nicht die historischen Kontexte oder Personen, Orte, Querverweise, Rückverweise auf andere Briefe und ähnliches erwähnt wurden. Und für das dann anschließende Nachwort waren gewissermaßen umfangreiche historische Studien anzusetzen. Es mussten die bekannten Dokumente neu gelesen werden, aber es waren auch neue Archivfunde zusammenzubringen. So aus dem Nachlass des Kommentarenarchivs in Moskau oder dem Geheimdienstarchiv aus London oder den Prozessakten im Bundesarchiv in Berlin oder auch vom politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, wenn es um die Dokumente des Generalkonsulats in Istanbul ging. Ich war selbst in Istanbul und konnte die Personalakten der Akademie der Schönen Künste einsehen. Da ich kein Türkisch spreche, habe ich natürlich, nachdem ich die Genehmigung erhalten hatte, durch freundliche Unterstützung des deutschen Generalkonsulats sofort begonnen, das alles abzufotografieren. Nach einem Tag ist dann irgendwann aufgefallen, dass man da vielleicht eine Genehmigung dafür haben sollte. Und das wurde dann abgebrochen, aber ich habe, glaube ich, schon das Wesentliche erfasst. Und dann später mir auch mit den inzwischen existierenden Maschinen oder mit Sprachkollegen übersetzen können. Und schließlich ist es auch gelungen, im Staatsarchiv München die Gefängnisakte von Margarete Schütte-Lorenzky zu finden. Ich sage das deswegen mit einer gewissen Verwunderung, nicht nur als Stolz über meine eigene Arbeit, sondern mit Verwunderung, dass diese Quellen, die seit 30 Jahren offen sind, bisher für diese Forschung nicht systematisch erschlossen wurden, sondern dass doch die Forschung gerade zu Margarete sehr stark aus dem Nachlass heraus geführt wurde, was natürlich wegen des Fülle des Nachlasses und des großen Materials völlig selbstverständlich und ganz prima ist. Aber natürlich ergeben sich durch die Verknüpfung von Forschung und Archivbestände ganz neue Perspektiven. Welche Entdeckungen können wir denn nun eigentlich in dem Buch finden, die Sie möglicherweise mit und nachvollziehen wollen? Das erste ist, glaube ich, dass wir ein Architektenpaar entdecken. Margarete Schütte-Lorenzky und Wilhelm Schütte, wie sie hier auf dem Gang zur Hochzeit 1927 abgebildet wurden. Und wir finden sie in ihrer Korrespondenz unter den schmerzhaften Bedingungen der Trennung, der brutalen Trennung. Sie 1941 im Januar verhaftet und 1942 im September verurteilt, mit dem Tode bedroht, dann zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt und bis zur Befreiung durch die Amerikaner im April 1945 in Haft. Er weiterhin berufstätig in Istanbul bis zu seiner Internierung 1944 in der Türkei. Und Sie haben schon an dem wunderbaren Vortrag der Briefe gesehen, welchen Ton der Zärtlichkeit, der Fürsorge, des Rückblicks auf ein erfülltes Leben, auf die Hoffnung, dieses fortsetzen zu können nach dem so zerstörerischen Krieg, das wird auch in den Briefen ausführlich erörtert, und der Hoffnung auf den Wiederaufbau und der Hoffnung, dass man das, was man im Sinne der sozialen Architektur in den verschiedenen Stationen ihres Berufslebens gemeinsam bewältigt hat, dass man das nach dem Krieg auch wieder aufgreifen kann. Und das ist also eine Welt für sich, die Sie unbedingt wahrnehmen müssen. Auch wenn Sie das Buch heute nicht kaufen, aber es unbedingt ausleihen. Und Sie müssen, wenn Sie irgendwie mal später zu Schütte, wie Hotzki, irgendwie dazu haben, diesen Eigenwert an Korrespondenz wahrnehmen, der jenseits aller historischen Deutung erstmal eine Qualität für sich hat. Der wird natürlich immer viel tiefer, mit tieferer Dimension und noch schattierter und mit Nuancen, wenn man diesen ganzen Kommentarapparat dazu nimmt. Aber es ist einfach ein Ereignis. Vor allem auch, wie wir eben es mit einem Architektenpaar zu tun haben.
nicht nur mit einem Architektenpaar, das ihr nicht leben lernt, sondern es sind Architekten, die verständigen sich von früh bis spät auch über architektonische Themen. Und diese intellektuelle Verbundenheit eines ja, kommunistisch gebildeten Paares aus der Mitte des Jahrhunderts im Widerstand, in der Migration, das zu erleben, ist einfach ein Kulturereignis ersten Ranges. Über welchen Bildungshintergrund beide verfügen und der auch aufrufbar ist und der ihnen eben auch hier vor allem natürlich die Kraft gibt, diese furchtbare Prüfung zu überstehen. Welche Art von Briefkultur da existiert, wie über die Jahre hinweg der Ton gehalten wird, das ist also sozusagen ein bemerkenswerter Vorgang, der natürlich vor unserem Hintergrund der Kommunikationskultur nochmal eine besondere Erwähnung vielleicht finden soll. Ich kann es jetzt gar nicht weiter ausführen, welche Rolle Adem spielt, wie dieser Briefwechsel gesammelt wurde, warum er eigentlich vollständig erhalten wurde und ähnlich. Das ist alles ausführlich in dem Buch beschrieben worden. Also die erste Entdeckung ist, dass Architektenpaar als Architekten und ihr wirklich eigenständiger intellektueller Austausch. Der nächste Punkt ist möglicherweise natürlich Gegenstand der weiteren Forschung und Erörterung, nämlich ja, welche historischen, biografischen Erkenntnisse habe ich dabei finden können. Und das ist eben in diesem ja schon angesprochenen umfangreichen Nachwort versammelt. Und da will ich hier nur einige Punkte aufgreifen, die sich doch neu darstellen und die auch Ansatzpunkt für weitergehende Forschung sein müssten. Das Bemerkenswerte an diesen Recherchen war, dass ich feststellen musste, dass beide zum Ende 1940 keine berufliche Perspektive mehr in Istanbul hatten. Margarete und Wilhelm waren ja durch Bruno Taut nach Istanbul geholt worden im August 1938. Bruno Taut leitete dort das Tatbikat-Büro Süd, also das Praxisbüro des Unterrichtsministeriums, das gleichzeitig mit der Architekturausbildung der Akademie der Schönen Künste gekoppelt war, also hatte die Position quasi angeboten als Ministerium in Ankara und war mit der Akademie verbunden. Und sie sollten in diesem Büro arbeiten und vor allem die Schulbauprojekte realisieren. Das ist ja im Wesentlichen auch bekannt. Dann stirbt Taut Weihnachten 1938 bei einem Asthmaanfall. Und dies wird als Anlass genommen, dieses Büro und diese Konstellation zwischen dem Praxisbüro des Unterrichtsministeriums und der Architekturausbildung aufzunehmen. Und dadurch geraten beide in eine höchst prekäre Situation. Sie hatten beide 3-Jahres-Verträge und Margarete wurde bereits im Juni 1939 gekündigt, war also nicht mehr berufstätig, also nicht mehr angestellt, hatte auch keine Aufträge vom Unterrichtsministerium. Und deswegen konnten sich auch viele ihrer Projekte nicht realisieren, unabhängig davon, dass der Krieg kam und die Wirtschaftslage schwierig war. Aber es gab ein Schulprogramm in der Türkei, das haben dann aber türkische Architekten realisiert. Keines von den Projekten von Margarete konnte leider realisiert werden. Und dann verschärfte sich die Situation, dass durch Assistenz von Vermittlung durch Monats und das deutsche Generalkonsulat, also durchaus aus nationalsozialistischer Perspektive, Robert Vorhölzer die Position von Bruno Taut an der Akademie einnimmt. Beide kannten sich schon, Wilhelm Schütte und Robert Vorhölzer aus der Postbauakademie in München. Und Fakt ist, dass Wilhelm Schütte also nur einen Jahresvertrag bekommt. Er sollte eigentlich Schulen bauen und dann wurde er zur Architekturlehre herangezogen. Und Vorhölzer intrigiert gegen ihn und ihn ausdrängen. Er hält man noch einen Jahresvertrag. Fakt ist jedenfalls auch Ende 1940 endet der dann zweimal verlängerte Einjahresvertrag von Wilhelm Schütte, sodass beide eigentlich arbeitslos waren. Das Interessante ist, dass ich nun also im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes diese Abmeldung findet. Wilhelm geht zum Generalkonsulat und erklärt am 23. Dezember 1940, dass Margarete ausreist. Und sie schreibt, er schreibt also oben drin, bis auf Weiteres. Und dann gibt es auch eine handschriftliche Mitteilung des Parteigenossen
Litzke oder Leitzke oder auf meinem Buch ist alles richtig, ich habe wieder vergessen natürlich, wahrscheinlich auf immer. Und in der PEPFA gibt es ein Dokument, in dem Wilhelm Schütte, nachdem nun sein Vertrag gekündigt wurde, darum bittet, dass er jetzt seine Rückreisegebühren kriegt. Er möchte nach Berlin fahren. Das heißt, also ein für die Forschung und auch für die ganze Erzählung, die Margarete dann später entwickelt, ein völlig neuer Umstand, dass zum Jahresende 1940 beide keine berufliche Perspektive mehr in Istanbul hatten, dass sie sich offenbar nach Berlin orientierten und dass sich dann dennoch durch zwei Ereignisse die Situation dramatisch änderte. Wenn sie sich nach Berlin orientierten, dann nehme ich an, das ist immer eine Hypothese, dass das darauf deutet, dass sie Kontakt mit Walter Kratz aufnehmen wollten, dem Arbeitskollegen aus Frankfurt, und damit nach Moskau gegangen waren, inzwischen bei der Deutschen Arbeitsfront arbeitete. Und dank der Forschung von David Baum ist jetzt auch bekannt, dass Julius Schulte Frohlinde, Trauzeuge des Paares 1927 in Köln gewesen ist. Das heißt, es gab durchaus Kontakte hin in die Wohnungsbauabteilung des Naziregimes. Und wenn beide sich nach Berlin orientierten, dann sicherlich nicht, um heim ins Reich zu kommen und wieder den Anschluss ans Reich zu finden, sondern dann sicherlich mit der Option, eventuell auch für den Widerstand tätig zu sein. Zweite Hypothese. Fakt ist jedenfalls, es gab diese Absicht, nach Berlin zu gehen. Das ist zumindest interessant und fordert den weiteren Forschen heraus. Damit verändert sich natürlich in gewisser Weise auch der Kontext der Widerstandsaktion von Margarete, die also diese Kurierfahrt übernommen hat. Eine der ersten Mitteilungen von Wilhelm an sie war in den ersten Postkarten, als er aber gar nicht wusste, dass sie verhaftet wurde, sie möge doch nicht nach Berlin fahren, weil in Istanbul hatte sich etwas ereignet. Das heißt, möglicherweise war diese Kurierfahrt eben nur eine Nebenaktion, weil die eigentliche Aktion sich möglicherweise auf Berlin konzentriert hat. Das ist mal natürlich hypothetisch. Nachweisen kann man aber, dass beide, ähnlich wie Bruno Traut, von der Nazi-Botschaft im Generalkonsulat genauestens überwacht wurden. Wir finden also im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes hier genaue Einschätzungen über den politischen Hintergrund beider. Ich hoffe, Sie können das lesen. Also sie werden durchaus als verdächtig betrachtet und unter Verdacht gestellt. Sie selber hatten ja die Idee oder die Meinung immer wieder bekundet, sie seien ja nicht als Widerstandskämpfer, keine politischen Immigranten, sondern eben Spezialisten, die im Ausland gearbeitet haben und dann erst in Moskau und dann in Istanbul. Aber die Nazi-Seite war natürlich durchaus skeptischer. Ein entscheidender Punkt ist dann schließlich der Veränderung der Situation, warum Wilhelm überhaupt in Istanbul blieb, dass Robert Vorhelzer, mit dem sich Wilhelm Schütte so schlecht verstand, politisch und offenbar auch konzeptionell, von der Aufgabe der Lehre her, dass Robert Vorhelzer Anfang Januar in Istanbul verhaftet wurde, weil er der Spionage für die Deutschen bezichtigt wurde. Er hätte Luftaufnahmen in seinem Unterricht verwendet. Und Franz von Papen, der Botschafter, schaltet sich ein. Die Sache wird dann entdramatisiert. Und er legt sein Gesuch um Rücktritt ein am 17. Januar und am 25. Januar verschwindet Robert Vorhelzer aus Istanbul. Und das öffnet überhaupt erst den Weg, dass nun Wilhelm Schütte die Funktion von Vorhelzer neben einem türkischen Kollegen einnimmt und Jahr für Jahr in der Architekturausbildung weiter arbeitet. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, um die Konstellation, die labile Situation beider, Margarete sowieso durch ihre mutige Tat, aber auch gewagte Tat und durch die veränderte Situation in Istanbul für Wilhelm Schütte. Das sind aber auch die Mitteilungen, die in den ersten Karten sofort mitgeteilt werden und die auch einen riesen Kommentaraufwand so gleich am Anfang erfordern. Entdecken wir in dem Buch noch? Und das ist natürlich nicht weniger wichtig. Hier nochmal der
Kollege Vorhölzer in der Anmeldung beim Auswärtigen Amt, der also die Türkei verlassen muss. Die zweite große Entdeckung ist, dass ist die politische Widerstandsarbeit von Wilhelm Schütte selbst. Es ist nun nachweisbar, dass er Leiter der KPÖ-Gruppe in Istanbul nach Abfahrt von Feuerlöscher Herbert Eichholzer und Margarete Schütte-Lorenzky war. Er hielt den Kontakt nach Moskau und er ist der Urheber eines Briefes an Johann Koplendieck, also an den KPÖ-Chef bzw. Direktor der entsprechenden Sektion in der Kommentar. Und das Interessante ist, um was für einen Brief handelt es sich da, findet sich alles im Buch genau drin. Er informiert die Zentrale in Moskau, dass sie Kontakt mit den Briten haben. Und damit beginnt auch die mit Moskau abgestimmte Geheimdienstarbeit von Wilhelm Schütte für den britischen Militärgeheimdienst. Das ist also eine Geschichte, die bisher natürlich in der KPÖ-Geschichtsschreibung, auch in der möglichen Zeugenschaft von Margarete vollständig tabu war und doch natürlich zeigt, dass auch ihr Erinnern an ihre eigene heroische und verdienstvolle Widerstandstätigkeit auch noch kontrastiert, flankiert, ergänzt werden muss mit der Tätigkeit ihres Mannes. Das alles wäre natürlich heute gar nicht darstellbar, wenn es nicht die Forschung von Peter Pirker gibt über den Anteil der Österreicher am militärischen Geheimdienst SOI. Das ist eine ganz bedeutende Arbeit. Oder eben auch die Arbeiten von Hans Schaffranek oder auch die Arbeiten zur KPÖ-Geschichte von Manfred Mugrauer. Alle diese drei Kollegen und deren Arbeit habe ich natürlich einbezogen, habe ihnen auch meine Erkenntnisse mitgeteilt und hoffe da auf weitergehende Erörterung. Auch mit Willi Weinhardt hatte ich Kontakt und freue mich, dass es da also Gesprächsdrähte gibt. Um Ihnen mal zu zeigen, wie sich das in den Archiven darstellt, kann man das also hier zeigen. Das ist die Personalakte von Wilhelm Schütte, in der auch Margarete Schütte-Lorenzky vorkommt. Also es gibt im Kommentarenarchiv in Moskau eine richtige Personalakte der beiden. Und das ist der der Antrag auf Mitarbeiter im Club der ausländischen Arbeiter, wo sie beide sind. Und ganz offenbar im Zusammenhang mit der Verhaftung von Margarete, mit der Aktivierung der KPÖ-Widerstandstätigkeit in der Türkei, wird diese Personalakte angelegt. Und dann gehen diese Anmeldungen in diesen Club der ausländischen Arbeiter ein. Hier gibt es das entsprechende Schreiben von Margarete, also diesen Antrag. Und das Rechte ist auch nicht uninteressant, ist aber schon in dem Artikel über die Zeitung der Sowjetunion bei Margarete verarbeitet, also die Auskunft von Gustav Wangenheim über die intensive und enge, aber unsinnliche Beziehung, wie er mehrfach und ausdrücklich betont, zu Margarete Schulz. Das Interessante ist, dass als sie dann nach Frankreich gegangen sind, die Kommentaren gerade durch die deutsche Sektion sehr skeptisch und misstrauisch ist, insbesondere gegenüber Wilhelm Schütte, der als McGraw-Intellektueller verstehen wird. Er hatte sich nämlich gegen den Vertragsbruch mit den ausländischen Spezialisten 1932 geäußert. Das wird da alles nochmal neu aufgearbeitet. Und man warnt richtig aus Moskau vor dem verdächtigen Element Wilhelm Schütte in Frankreich. Umso erstaunlicher ist es, und eben auch noch der Kommunismusforschung und der politischen Doppelbiografie, die man vielleicht ab und zu mal braucht, Marcel, umso erstaunlicher ist, dass es eben hier dieses, dank der Forschung von Pirker und Schaffranek, aber da falsch zugeordnet, also hier eindeutig jetzt Wilhelm Schütte zuzuordnen, schreiben an den lieben Vater, also an Johann Koplendieck in Moskau gibt. Das ist alles im Buch ausdrücklich nachgewiesen. Und schließlich kann zu dieser Doppelagentenbiografie Wilhelm Schüttes muss natürlich auch zählen, dass nach dem Krieg es sozusagen Atteste gab, sowohl von der KPÖ-Seite als auch von Seiten des britischen Informationsbüros. Dieser Gedi war der Agentenführer für Südost-Mitteleuropa, der ganze Österreich blieb darüber und die entsprechende Personalakte aus dem
in den National Archives in London zeigen, also sozusagen die enge Verflechtung. Das ist natürlich in besonderer Weise interessant, weil es die Frage ganz unmittelbar berührt und vielleicht auch zu weiterer historischen Forschung Anlass geben sollte. Wie liefen eigentlich die sowjetisch-britischen Kontakte ab 1941, auch im Hinblick auf die Moskauer Deklaration von 1943? Es ist bekannt, auch durch die Erforschung der alliierten Position zu Österreich, dass im Grunde in dieser Moskauer Deklaration das britische Protokoll auch von sowjetischer Seite anstandslos akzeptiert wurde, mit ganz unwesentlichen Änderungen. Und diese SOI hat ganz offenbar großen Einfluss auf das Auswärtige Amt in London gehabt. Und man kann hier an einer Stelle zeigen, wie die Verbindung zwischen Feuerlöscher Eichholz in der Anfangsphase und Wilhelm Schütte, der Sibylle Bruchhartig und anderen, die für diese SOI gearbeitet haben, dass da die Position Österreichs, die Zusicherung der Alliierten auf eine unabhängige Existenz nach dem Zweiten Weltkrieg mitfunktioniert. Also wenn der kommunistische Anteil an der Eigenstaatlichkeit Österreichs nochmal vertieft, neben dem bekannten Widerstand und dem hohen Blutzoll, der geleistet wurde, die militärischen Aktionen in Jugoslawien und ähnlichen Dingen, die Partisanen einsetzen, die nicht immer sehr erfolgreich waren, aber immerhin, dann ist diese Schiene unbedingt mit dazuzunehmen, weil hier unmittelbar auch konzeptionell diese Dinge abgestimmt wurden. Und da müssen wir natürlich mit Peter Völker vielleicht mal anders kann man historisch führen. Ich will das nicht weiter ausführen, will nur sagen, dass das extrem spannend ist und dass sich hier Perspektiven ergeben, die anregend sein können. Da wir aber bei der Angewandten sind, wir schon eine Wohnung gesehen haben, möchte ich Ihnen doch wenigstens noch, wenn die Zeit es erlaubt, meine Recherche, die natürlich auch den Architekturhistoriker anders infiziert hat, zeigen, nämlich wie lebten Margarete Schütte-Lohotzky und Wilhelm Schütte in Istanbul gemeinsam zwischen 1938 und 1940 und er alleine bis zu seiner Internierung 1944. Wir sehen also dieses bekannte Foto hier auf ihrer Terrasse. Man denkt, die sind also sozusagen kurz vorm Himmel und schauen in die Landschaft auf dem Bosporus. Und in der Tat ist es so, dass dieses Haus also unterhalb des Taksimplatzes, da oben ist die alte kaiserliche Botschaft oder das Generalkonsulat zu sehen. Und das Haus der Schüttes befindet sich genau in der zweiten Reihe von unten. Hier noch die Holzhäuser. Und dann gibt es natürlich in den 30er Jahren einen Modernisierungsschub. Und es ist mir also gelungen, das Haus der beiden zu finden. Ich bin natürlich mächtig stolz drauf, weil alle Forschung sagt, gibt es nicht, finden wir nicht, haben wir nicht. Und das ist natürlich ganz schön. Und das ist sozusagen nicht nur dieses etwas enttäuschende Foto, sondern es ist vor allem eine Veröffentlichung, denn es ist nicht irgendein Haus, sondern es ist das Haus des von Siki Sayar, dem durch den türkischen modernen Architekten, der gleichzeitig der Herausgeber der Zeitung Mimar, der Architekt, ist und in der Zeitschrift von 1936, ich habe jetzt den Lift immer vergessen, aber Sie finden das alles im Buch, auch diese Abbildung, wird nun sein Haus vorgestellt. Und Sie sehen natürlich, also die ähnlichen Eingangssituationen, es ist aufgestockt worden, hier gibt es einen Anbau, es war ein freistehendes Gebäude. Nebenan gibt es noch so einen Palmenpalast, der noch frei steht. Und in diesem Heft ist also dieses Haus ganz wunderbar dargestellt. Sie sehen vor allem hier diese irre Geländekante, das ist der Bosporus, da drüben ist Anatolien. Wir sind auf der europäischen Seite und das sind also hier, das ist das Gebäude und es hat ein freistehendes Fassade mit dem Treppenhaus, was da eingestülpt ist, was jetzt alles angebaut wurde. Und das Schöne an dieser Veröffentlichung ist, alles im Buch, dessen sozusagen hier auch die Bosporus-seitige Fassade sehen. Das Haus hat einen enormen Geländesprung. Und meine Recherchen haben ergeben, dass sie genau in dieser Etage gewohnt haben. Es gibt noch ein Souterrain, das wird auch in den Briefen beschrieben.
Und das, das Allerbeste ist natürlich, dass es den Grundriss gibt, der auch gleich nochmal extra kommt. Hier das Haus und auch die Räume, die später dann mit den Fotos aus der Akademie wunderbar zu ergänzen sind, in dieser Veröffentlichung. Und hier der etwas vergrößerte Grundriss. Man kam also durch das Haus rein, ging 5 Stufen runter und war dann also auf der sozusagen Erdgeschosswohnung leicht abgesenkt. Es ging noch eine Treppe runter zum Hausmeister und darüber entwickelte sich ein großzügiger, moderner, ja, großbürgerlicher Grundriss. Es gab also einen Entreeraum, einen Bereich, wo die Küchenarbeit und die Hausbediensteten wirtschafteten. Und dann gab es eben ein Doppelzimmer vor dem Balkon. Und diese Überheckbelichtung hin zum Bosporus und der kleine Salon, Toilette und hier nochmal ein Schlafbereich. Also eine sehr großzügige Wohnung, die wegen der Kündigung der Verträge dann auch nicht mehr alleine zu unterhalten war, sondern stets untervermietet wurde. Da gibt es also unterschiedliche Mitbewohner, die auch in den Briefen eine Rolle spielen. Später kommt ein wichtiger österreichischer Kunsthistoriker, Ernst Dietz, dazu, der ganz wunderbar in seiner Frau diese Situation schildert, eine wunderbare Schilderung des Flairs von dieser Wohnung gibt. Hier also diese Situation, wo Sie vorhin sitzend gesehen haben, in einem der Briefe wird beschrieben, wie Wilhelm Schütte viele Stunden damit verbringt, diese Scheibe weiß zu streichen, damit die Nachbarn nicht mehr reingucken können, und irgendwie die weiß. Und da unten sind die Schütte zu sehen, wie die Traktoren auf dem Gefängnisbrief sozusagen aus der Ferne hallend dann bis in das Wohnhaus reichen. Wenn wir jetzt nun die Bilder von der Angewandten dazu nehmen, dann sieht man, mit welcher Wohnkultur sie sich hier eingerichtet haben. Für Manu war alles eigene Entwürfe, was den Möbelbau angeht und was leider nur begrenzt mitgenommen werden konnte. Und Sie sehen dann hier vor allem das linke Zimmer, das vor allem auf das linke Zimmer, das vor allem den Bedürfnissen von Margarete diente. Später, als sie dann weg war, diese Arbeitssituation, die vor der nicht mehr durch eine offene Tür, sondern durch eine Sperrholzwand abgetrennten Teile mit dieser Tischkombination zu sehen ist. Oder eben auch diese Überhecksituation in dem Zimmer zum Bosporus hin. Selbst die Pinie gibt es noch, die da wächst. Das ist also schön zu sehen, hier Margarete und ihre Schwiegermutter Elisabeth Schütte, die noch viele Jahre bei ihrem Sohn wohnte und immer zwischen der Türkei und Deutschland pendelte, damals damit auch Margarete besuchen konnte, im Zuchthaus und so weiter. Schön ist nun, darauf hat Christine ja schon hingewiesen, dass eine der Geburtstagsgeschenke von Wilhelm an seine Frau angekündigt in diesem Brief, in dieser Zeichnung, dieser Kanadierstuhl ist. Später wird er dann auch als realisiert gezeigt. Das ist natürlich ganz wunderbar, dass er den Weg nach Wien gefunden hat und dass er jetzt von der Familie von Ulrike Jenny zur Verfügung gestellt wird, also als ein Stück Qualität dieser beiden Wohnungen natürlich auch beinhaltet und als Geschenk von Wilhelm mit dieser ganzen Korrespondenz auch verbunden werden kann. Das war dann später sein Arbeitszimmer, weil die vorderen Räume und Schlafzimmer vermietet waren. Hinten wurde dann seine Mutter meistens. Hier war auch interessant, diese Landkarte. Hier ein bisschen schlecht zu sehen, weil die einerseits hier das Schwarze Meer zeigt, die Sowjetunion und die Türkei. Also ganz schön, dass diese Landkarte die beiden Regionen da passt. Vielleicht muss ich das Zeitpunkt jetzt hier abbrechen. Die beiden treffen sich 1946 wieder und sie reist ihm entgegen, erhält offenbar keine Erlaubnis, die Grenze zu wechseln. Er ist noch in der Internierung. Erfährt, dass er keine Anschlussbeschäftigung findet. Im Unterschied zu anderen deutschen Immigranten, auch durchaus Nazi-affin, durfte er nicht die Internierung verlassen. Beide Mächte, denen er gedient hat, der Sowjetunion und den Briten, haben sich nicht eingesetzt. Es war möglicherweise so geheim, dass es auch nicht gegen den Türken bekannt gegeben wurde. Die Idee, dass er nach Palästina geht, war geplant, wurde aber von der Londoner Zentrale abgelehnt, weil dann ein Versorgungsfall entstehen würde und ähnliches.
Es ist interessant, dass selbst noch Ernst Reuter zur Spendensammlung aufgefordert hat für diejenigen, unter anderem auch William Schütte, die in der Internierung waren und im Unterschied zu ihm selbst und anderen nicht der Internierung entgehen konnten. Meine Damen und Herren, die Forschung ist nicht beendet. Bitte konzentrieren Sie sich auf die Briefe, lesen Sie die Dokumente und wenn Sie das Nachwort auch noch schaffen, bin ich dankbar. Und wenn Sie gestatten, um nochmal deutlich zu machen, was für ein enormer Arbeitsprozess das war, wenn mein Verleger drei Sätze sagen darf, der diesen Prozess so wunderbar begleitet hat und vor allem, wie auch schon die Slanski so viel Geduld aufgebracht haben, dann würde ich sehr dankbar sein, wenn er drei Sätze sagt. Frank? Ja. Nimmst du das dann nur schwer? Ja, guten Tag. Ja, es sollen auch wirklich drei Sätze bleiben. Diese Band haben wir, glaube ich, über drei Jahre angekündigt und er war als bei der ersten Ankündigung halb so dick geplant, dass er dann schließlich geraten ist. Das zeigt also, wie viel Arbeit da drin steckt und was die Potenz war und wie akribisch und erschöpfend Thomas Flöhl daran gearbeitet hat. Dieser Band wäre nicht möglich gewesen, Thomas hat selber sehr viel schon erklärt, wer ihm alles geholfen hat, aber er wäre nicht möglich gewesen und schon gar nicht in dieser sehr noblen Ausstattung und mit dieser großen Durchdringung auch also von als Buch durch die enorme Unterstützung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin und namentlich ihres Leiters Johannes Tuchel, der den Band durchfinanziert hat, auch Thomas Reisen zum Teil unterstützt hat und auch, das möchte ich noch sagen, ein Lektorat ermöglicht hat, was den Verleger teilweise in den Wahnsinn getrieben hat, weil es den 37. Korrekturgang gab. Aber es gibt kein fehlerfreies Buch, aber es gibt Bücher, die sich dem nähern und das ist uns, glaube ich, gelungen und auch dank des Lektorates und überhaupt der Unterstützung. Also es ist ein tolles Buch, was ich in meinem Verlag immer hochhalten kann. Ich halte jedes Buch hoch, logisch, aber dieses ganz besonders und es hat es verdient. Danke. Ich denke, wir sind in der Zeit leider fortgeschritten, aber es wird doch, nehme ich an, einige Fragen geben. Vielen Dank euch beiden für die Präsentation von Frau im Zentrum und dieses Buches, das etliche Türen öffnet. Ich wollte, darf ich die Moderation jetzt da gleich übernehmen, die Frage ins Publikum stellen, gibt es Fragen sowohl zu der einen als auch zu der anderen Vorstellung? Ich wollte fragen, was mit diesen Möbeln passiert. Die Wohnung ist ja fast leer übergeben worden. Wer hat das ausgeräumt oder was ist mit dem ganzen Nachlass? Jetzt nicht nur Bücher und privaten Sachen, sondern mit dem ganzen Einbau, also sämtliche Möbel eigentlich, die dort. Was ist mit denen passiert? Wo sind die gelandet? Ja, die Wohnung wurde ja nach ihrem Tod, also nach dem Tod Margaretes im Jahr 2000, dann an Ulrike Jenny als praktische Erbin des Wohnrechts übergeben. Und diese hat die Wohnung dann für sich adaptiert. Also, und in diesem Zuge natürlich wurde auch eben alles Archivmaterial und alles Material, was eben testamentarisch festgelegt war, an die jeweiligen Erben, Erbinnen, an das Archiv übertragen und so weiter. Also Margarete hat ja genau das Testament festgelegt gehabt und sie hat auch im Vorhinein schon vieles geordnet. Ja, und auch Ulrike sicher die Möglichkeit eingeräumt, das Leben für sich selbst einzurichten. In dem Zug
wurde verändert. Also zum Beispiel, oder hat Ulrike Jenny verändert, also zum Beispiel wurde diese Kaminwand mit dieser im Wohnraum, diese Rückwand des Wohnraums mit diesem Kamin und darüber befindlichen Nussholzdevelung entfernt und sie hat einen tiefen Bücherkasten eingebaut, in dem die Bücher zwei Reihen gestapelt waren. Weil sie ist so viel, viel zu viel hatte. Ja. Ja, das ist schade, auch diese wollen wir wieder herstellen. Ja. Es ist auch eine nächste Phase geplant, in der die Küche rekonstruiert werden soll. Das wird aber noch nicht teuer gelingen. Ja. Es ist verständlich, wenn eigene hohen Bedürfnisse zum Tragen kommen. Ja. Und leider wurde eben weitgehend die Einbauten verändert. Ja. Okay. Ja. Ja, danke. Bitte, da hinten noch ein. Ich hätte eine etwas polemische Frage. Glaubt Sie wirklich, dass die Grete gewollt hätte, dass das unter Denkmalschutz gestellt wird? Sie war keine Freundin von Denkmalschutz, sie war eine Freundin von Fortschritt. Sie war eine Freundin von aktuellen technischen Veränderungen. Und ich schüttle den Kopf, dass das jetzt unter Denkmalschutz gestellt wird, weil es überhaupt nicht in nein, weil auch nein, dafür halt überhaupt nicht in dem Sinn. Ja, dazu ist zu sagen, dass es ja nicht darum geht, die Wohnung ausschließlich zu erhalten, was ja auch gar nicht mehr der Fall ist, weil sie ja halt schon sehr verändert ist. Ja. Der Denkmalschutz war deswegen wichtig, dass der jetzige Eigentümer, das ist ja die Wertinvest, eine Privatgesellschaft, das ist ja nicht mehr die Genossenschaft, in die Margarete eingestiegen ist, die Wohnung ja, nicht sonst eben entsprechend ja, adaptiert, verändert hätte und entsprechend verwertet hätte. Der Denkmalschutz hat eigentlich bewirkt, dass die Wohnung eben so an uns übergeben werden konnte. Ja. Das andere ist, was ich dazu auch sagen möchte, wir sehen das genau in diesem Fortschritt, ja, also wir sehen den Fortschritt, die Wohnung entsprechend auszustatten, einzurichten, als eben ein Zentrum, das für heute und für die Zukunft tauglich ist, entsprechend technisch selbstverständlich, ja, entsprechend auch, dass die Arbeit, die Forschungsarbeit und alles das, was wir an Verbreitung und für Architektinnen tun, wichtig ist und wir glauben sehr, dass Margarete das sehr gut gefunden hätte. Ja. Es wird dort niemand wohnen. Ja. Es ist eine wesentliche Änderung, ja, dieses Zentrum einzurichten, das sowohl ihre Arbeit ja, entsprechend Bedeutung gibt, als auch eben darüber hinaus den Arbeiten von Frauen, von Architektinnen. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte, Marcel. Ja, erstmal vielen Dank für die wirklich sehr, sehr schönen und interessanten Vorträge. Zu Thomas eigentlich nur eine Anmerkung, weniger eine Frage. Weil ich das sehr spannend fand, du bist ja eingestiegen mit den Arbeitsverträgen. Und das finde ich, fand ich auch in deinem Aufsatz zur Sowjetunion eben einen sehr spannenden Punkt, wenn man sich die Arbeitsverträge von Wilhelm Margarete anschaut, dass man immer sehen kann, auch schon in Frankfurt, dass er immer die längeren Laufzeiten hat, dass er mehr verdient. Und das finde ich einfach einen wichtigen Aspekt nochmal, sogar bei einer Architektin, einer anerkannten Architektin, einer der wenigen Frauen, die zu dieser Zeit eben gewirkt haben, dass sie eben auf der Ebene eben nicht die gleiche Anerkennung bekommen hat. Eine Frage zu Tine, ich fand toll die Fotos auf der Wohnung. Als ich den Grundriss gesehen habe, und die Küche gesehen haben, die jetzt 500 Quadratmetern, habe ich mich natürlich gefragt, wie sah denn die Küche aus? Das war leider der einzige Raum, von dem ich kein Foto gab. Das ist natürlich gerade im Kontext mit der neuen Küche und die Waffen von der Küche, die auch nicht gebrüht war, eben spannend. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. ja, es gab natürlich sehr wohl auch ein Foto von der Küche von Margaritas Bilotini. Ja, fällt mir auch jetzt erst auf.
tatsächlich ist es ein Teil auch meiner und unserer Arbeit, Margaretes Gesamtwerk zu präsentieren und den Fokus auf die Küche zu reduzieren. Ja, die Küche hat sich sehr komplett durchgearbeitet. Also es ist eine individuelle Küche, also insofern, ja, ich bin nicht ganz dieser Frankfurter Küchenstatement, aber sie ist natürlich nach all diesen Regeln und Grundsätzen ihrer Arbeitsweise, der sehr regelmäßig gespannt ist und so weiter geplant. Sie ist dieser kleine Raum, den Sie gesehen haben, vom Eingang, vom Vorraum zugänglich, mit einer Durchreiche zum Essplatz verbunden. Hat sie sehr gut verwendet immer. Sie hatte, die Wohnung hatte ja auch ein tolles Fenstersystem. Es war eine Art Glasschiebefenstersystem, ja, das Gläser in Holzrahmen waren, also zweifach Gläser, eher wie bei einem Kasten mit einem offenen Luftraum dazwischen, also wie bei einem Kastenfenster, die in diesem Holzrahmen zu schieben waren. Die waren auch in der Küche, dadurch hatte sie auch mit der Öffnung dieser Glasflügel, also diese Glaselemente, Glasschiebeteile, eine direkte Verbindung immer nach außen auf die Terrasse. Das war genauso wichtig, dort hatte sie dann ihren Essplatz im Freien, hat also genauso sehr gut funktioniert. Also diese Küche wiederherzustellen, scheint uns auch ein wesentlicher Punkt in der Wohnung, weil sie eben ganz einfach nachgefragt wird. Ja? Weil es wichtig ist, sie zu zeigen und die jetzige dem jetzt gar nicht entspricht. Ja. Danke. Gibt es noch Fragen? Sonst hätte ich noch eine Ergänzung bzw. eine Frage natürlich zu dem Buch. Ah, bitte. Thomas Römer, bitte. Danke für die Beiträge. Ich habe eine Frage, was die Möbel, die wir in der Wohnung gesehen haben, bedeuten, welchen Einfluss hat zum Beispiel Josef Frank, Stranach, vielleicht auch Krischke auf die Möbel in der Wohnung ganz im Ganzen? Ich denke, das kann man ganz gut nochmal zusammenfassen mit dem, was Christine Zwingl unter dem Begriff der Wiener Wohnkultur, die jetzt auch ganz stark beforscht wird, zu sehen ist, was die Material, auch die Ausführung und auch ein bisschen die Mobilität des Mobiliars. Natürlich sind die Kanadier jetzt schwere Sitzmöbel, aber im Prinzip eine sehr leichte Einrichtung, also keine Massivität. Und auch, ich denke, man hat das ganz gut gesehen, auch mit dem Farbanstrich, also eine sehr leichter und erfreulich auch mit Farben sozusagen zu spielen. Es ist keine strenge weiße Moderne, sondern auch eine mit hoher Qualität. Ja, ich wollte nur ganz kurz ergänzen, weil das vielleicht nicht alle wissen, dass öfters die ÖKFA erwähnt, die Österreichische Gesellschaft für Architektur, 1965 gegründet, gibt es bis heute von damals jungen Architekten, nicht gegendert, die ihre eigene Moderne nach 1945 wiederentdeckt haben und Josef Frank-Preis ausgeschrieben hat, aber auch mit Wilhelm Schütte in Verbindung traten, weil er ein ganz wichtiger, so wie auch Margarete, in der Siam Austria nach 45 dann vorher schon, aber da speziell eine wichtige Rolle gespielt haben. Und diese Österreichische Gesellschaft für Architektur, der hat Wilhelm Schütte ein Stipendium, also auch Geld vermacht und einen Teil seines Nachlasses. Ein Teil ist bei uns im Schütte-Lihotzky-Bestand drinnen und genau, dieses war so ein Reisestipendium, sondern das ist das eine. Ich wollte das nur ergänzen, weil manche vielleicht bei dem Begriff ÖKFA nichts verwenden können. Die haben jetzt leider wahnsinnig wenig Zeit, aber es wäre natürlich ein eigenes Diskussionsthema zu reflektieren. Das tust du ja in dem Buch auch, wie weit in ihren Erinnerungen aus dem Widerstand diese Dinge nicht vorkommen. Und ich kürzt es jetzt vielleicht etwas ab, ich habe gestern schon ein kleines Gespräch oder Diskussion gehabt und ich denke, viel von dem ist, dass sie darüber nicht spricht und auch über Wilhelm nicht, ist, glaube ich, dass sie einen sehr starken rhetorischen oder eine Mission hatte mit ihrem Erinnerungsbuch, gerade in einer Zeit, wo der Widerstand eigentlich weitgehend geleugnet wurde, in Österreich natürlich dann nochmal und marginalisiert war, hier auf Dinge sehr stark zu verkürzen. Das ist natürlich jetzt in meiner Argumentation auch sehr kurz, aber vielleicht magst du da noch was. Ja, ein großer Teil des Nachwortes beschäftigt sich mit der Entstehungs- und Editionsgeschichte ihrer Erinnerung aus dem Widerstand.
Ich hatte sogar anfangs vor, dieses am Anfang des Nachworts sozusagen abzuhandeln, habe mich aber dann durch klugen Ratschlag für die chronologische Behandlung entschieden. Weil natürlich war die Frage, es gibt ja Erinnerungen von Margarete. Also welchen Sinn hat es dann? Oder welche historischen Zugang, welche Rechtfertigung gibt es dafür, jetzt Briefe, die sie nicht der Veröffentlichung zugedacht hatte, zu veröffentlichen? Die Familie hat mich ausdrücklich dazu ermutigt und ihr Einverständnis gegeben. Und andererseits scheint mir, dass die zeithistorische Forschung da auch neue Perspektiven braucht. Und klar ist, dass nach dem Ende des Kalten Krieges, nach der Öffnung der Archive, allein die Tatsache, dass es eben nicht nur eine kommunistische Widerstandskämpferin Margarete Schulze-Horzki gegeben hat, sondern auch einen kommunistischen Widerstandskämpfer Wilhelm Schütte, der mit Zustimmung der Sowjets mit den Briten kooperiert hat, etwas zu sein, was in das Erinnern an die verschiedenen Formen des Widerstands in Österreich gehört. Bei dieser Editionsgeschichte war schon klar, Schupp-Friemann, der damals das Haus gegeben hatte, war vor allem an der Architektin interessiert, war aber selber kommunistisch inspiriert und wollte gerne diese kommunistische Widerstandsgeschichte mit der Architektur stark verbinden. Und das war einfach auf der Linie von Ulrich Konrads, der gerne die Erinnerungen und die Memoiren von Margarete im Bauwerkfundamenten herausgegeben hätte. Sie wollte aber unbedingt in die politische Situation Österreichs hineinwirken. Insofern war die Idee wahrscheinlich gar nicht so gut, dass es dann also ein Buch sein soll, was vom konkret Verlag Hamburg in Kooperation mit der DDR gleichzeitig bei Volk und Welt entstand. Und so gibt es also für die Zeit der Entstehung dieses Buch ganz unterschiedliche Perspektiven. Also diese sehr stark rhetorisch, also auch propagandistische Perspektive auf den kommunistischen Widerstand anlässlich der, wir erinnern uns bitte an das Österreich der Waldheim-Affäre und Ähnlichem, wir sind ja in dieser Perspektive, dann eher das architekturhistorisch an Praxis orientierten Drängen aus bundesdeutscher, also westdeutscher Sicht. Und interessant war für mich auch zu finden, sozusagen die Zensurvermerke des Volk- und Weltverlages, die nun sagten, naja, das ist ja schön und gut und es ist toll, dass die Westdeutschen bei den Ostdeutschen jetzt Kooperationen anbieten und natürlich aber noch den Anteil der Kommunisten zeigen, aber irgendwas Neues für den Widerstand oder eine literarische Stimme ist das nicht. Was also eher dann in den 80er Jahren in der DDR zeigte, man hatte ganz andere Anforderungen an Literatur über diese Zeit. Und das mitzureflektieren, was war wo wie angesagt und wie unterschiedlich waren eigentlich die diskursiven Situationen und wie nähern wir uns oder wie viel Multiperspektivität haben wir heute noch nötig oder auch nicht, das wäre auch mal ein spannendes Thema, wie man damit umgeht. Also mir war wichtig, diese Editionsgeschichte und auch den rigorosen Willen von Margarete, dann doch eine österreichische Publikation hinzukriegen, die wieder mehr und stärker auf diese erste Intention abzielte. Das war mir wichtig darzustellen, mitzureflektieren. Und genauso hoffe ich eben, dass die nun vorgestellten Briefe und die Dokumente einladen, aus den verschiedenen Perspektiven gemeinsam die Geschichte zu erkunden. Und gerade diese Verknüpfung von Architekturgeschichte, Kommunismusgeschichte, Kulturgeschichte scheint mir auf der Tagesordnung zu sein, deswegen freue ich mich also total auf das Zentrum und auf die verschiedenen Perspektiven und wahrscheinlich müsste man es dann nochmal historisch vertiefen, sowohl was die Immigrations- als auch die Widerstandsgeschichte angeht. Darf ich noch eine Frage stellen, wie kamst du? Ja, bitte über den Titel. Der Titel ist ein Auszug eines Briefes von Margarete Schütte-Horzki an Wilhelm. Ich glaube auch aus Anlass des Hochzeitstages, der also immer sehr streng bedacht wurde. Übrigens nicht der standesamtliche, sondern immer der vom Schwiegervater zelebrierte in Mülheim. Der war ja Pfarrer, evangelischer Pfarrer und da fand das statt. Da wurde auch vorhin zitiert aus den Briefen des Schwiegervaters, seines Vaters. Und Macht den Weg um Principo ist sozusagen genau diese Perspektive des Lass es dir gut gehen, geh an die Stätten unseres Glücks, unseres Zusammenseins. Und das Tolle ist, dass ich mich mit den Briefen auf eine Türkei-Reise gegeben habe 2019
natürlich das alles gemacht habe. Also man fährt mit dem Dampfer von, oder mit so einem Passagierschiff halt, von Istanbul da anderthalb Stunden hin zur größten der Marmara-Insel, griechisch Pinki Po, den griechischen Ausdruck habe ich jetzt nicht parat, ist an mir nachgesehen. Und dann geht man in diese drei, vier Stunden um dieses Pinki Po herum. Und auf der Spitze der Insel steht dann dieser wunderbare Holzpalast, der Pinki-Po-Palast, den die Europäische Schlafwarengesellschaft für ein Spielcasino kurz vor der Jahrhundertwende durch einen französisch-osmanischen Architekten hat anfertigen lassen. Die haben aber auch im Osmanischen Reich keine Spielkonzession bekommen und dann kam es in die griechisch-orthodoxe Kirche, Bad Reichardt, und dort wurde ein Waisenheim errichtet. Also in diesem als Spielcasino gebauten, eigenartigen, großartigen Holz, das größte Holz, noch existierende Holzgebäude der Welt, war also über viele Jahrzehnte lang Waisenhaus für die griechisch-orthodoxe Gemeinde. Und nach Ausbruch des Zypern-Konfliktes wurde es dann geschlossen. Und jetzt ist es eine Ruine und steht auf der roten Liste der UNESCO der am meisten gefährdeten Objekte. Und das war sozusagen das Zeichen für die Architekten, die kannten das natürlich und so weiter. Und dagegen gesetzt eben dieser sogenannte in der Nazi-Gefängnissprache Schreibenfristkalender, wo also in Eicher aufgeschrieben war, welche Termine zum Schreiben und Empfang der Post sie hatte, auch um diese asymmetrische Situation beider natürlich zu verdeutlichen. Also, ein bisschen lang geraten mit dem Zitat. Ja, mein lieber Verleger, da hättest du vielleicht mal drauf achten sollen. Aber, und dass das nur Gefängnisbriefe sind, ist vielleicht auch provisorisch. Aber wie soll, also, es ging ja um sie, weil sie im Gefängnis war, er war nicht im Gefängnis. Aber klar, Gefängnisbriefe sind dann meistens nicht von Gefängnis zu Gefängnis. Also, es ist alles nicht so ganz einfach. Aber die Briefe sind, und das haben sie natürlich auch unbedingt gelesen. Ich glaube, das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, die beiden stehen natürlich zur Verfügung. Wir haben jetzt, glaube ich, eine sehr intensive Zeit verbracht. Ich danke ganz herzlich, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und Ihr Durchhalten mit Maske. Wir waren da jetzt reichlich privilegiert und ja, bitte stöbern Sie hinten noch im Büchertisch und wir haben so viele Bücher, dass Sie auch zu kaufen da sind. Und ja, vielen herzlichen Dank.